Nachdenkseiten. Die kritische Website. Weltpolitik für Anfänger. Eine Glosse von Jens Berger. Als politisch Unbedarfter kommt man in diesen Tagen ganz schön ins Schlingern. In der Ukraine demonstrieren tausende Menschen gegen die Regierung und ernten dafür den Beifall der deutschen Medien und der deutschen Politik. Dabei haben sich sowohl die deutschen Medien als auch die deutsche Politik im letzten Jahr noch gegen die Macht des Pöbels auf der Straße ausgesprochen. Nur, dass es damals nicht um die Ukraine, sondern um Ägypten ging. Zur Erinnerung, im Sommer letzten Jahres putschte eine Militärjunta den demokratisch gewählten ägyptischen Präsidenten Mursi aus dem Amt. Als daraufhin die Anhänger dieses demokratisch gewählten Präsidenten gegen die Junta demonstrierten und dafür niedergemetzelt wurden, waren die deutschen Medien ganz auf der Seite der Junta und fanden es vollkommen in Ordnung, dass der Pöbel von der Straße gefegt wurde. Die Demokratie wurde der Stabilität geopfert. Schließlich ging es um größere Zusammenhänge. Heute demonstriert in der Ukraine ein buntes Gemisch, durchzogen von Brauntönen, gegen eine demokratisch gewählte Regierung, und Berlin ist im Einklang mit den Medien auf der Seite der Demonstranten. Wieder einmal geht es nicht um Demokratie. Diesmal geht es auch nicht um Stabilität. Und man kann wohl auch annehmen, dass Deutschlands Meinungsmacher nicht nur deshalb für die Demonstranten sind, weil diese noch von einer der bekanntesten Boxbirnen der Welt angeführt werden. Warum sind nun demonstrierende Ukrainer gut, während demonstrierende Ägypter böse sind? Wer soll da noch durchblicken? Was für politisch Unbedarfte schwer zu durchschauen sein dürfte, ist aber eigentlich ganz einfach. Man darf nur nicht zu kompliziert denken. In Ägypten waren die gestürzte demokratisch gewählte Regierung samt der Demonstranten, die für die Demokratie ihr Leben ließen, böse, weil es sich um Muslimbrüder handelte. Und Muslimbrüder sind, wie wir ja wissen, unser Feind. Warum? Das spielt keine Rolle, bloß nicht zu kompliziert denken. Die ägyptische Militärjunta war also der Feind unseres Feindes und gehörte damit zu den Guten, denn wir sind ja die Guten. Die Regierung der Ukraine ist wiederum ein Freund Russlands und die Russen sind, auch das wissen wir, die Bösen und unser Feind. Warum? Das spielt keine Rolle, bloß nicht zu kompliziert denken. Wer also gegen den Freund unseres Feindes auf die Straße geht, ist schlussendlich auch einer von den Guten. So einfach kann Weltpolitik sein, man darf halt nur nicht zu kompliziert denken. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Ukraine. Der Qualitätsjournalismus versagt. Von Stefan Korinth. Der Großteil der deutschen Medienlandschaft berichtet seit Ende November nahezu unverändert, oberflächlich und erschreckend einseitig über die Lage in der Ukraine. Die Bilder gleichen sich. Junge Männer mit Helmen und Sturmhauben posieren vor einer Barrikade in der Kiewer Innenstadt. Die Berichte zu den Bildern bleiben ebenfalls austauschbar. Viele deutsche Journalisten begnügen sich damit, die Lage im Stadtzentrum zu schildern und den Forderungskatalog der Oppositionspolitiker vorzutragen. Darüber hinaus mangelt es dem hiesigen Qualitätsjournalismus zum Thema Ukraine jedoch an Inhalten, Erklärungen, Zusammenhängen, kurz an Recherche. Viele wichtige Fragen werden gar nicht erst gestellt. Nur an persönlichen Meinungen der Korrespondenten mangelt es selten. Die Sympathie der Medienschaffenden ist klar verteilt. Das zeigt bereits die Wortwahl. Janukowitsch droht seinem Volk oder er peitscht Gesetze durch das Parlament. Für Angela Merkel und ihren Umgang mit der Koalitionsmehrheit ein undenkbarer Begriff. Hat sich eine Bezeichnung unter den Journalisten einmal eingebürgert, steht sie fest. Janukowitschs bewaffnete Gegner in Flecktarnuniformen sind Demonstranten oder Aktivisten. Vitali Klitschko ist oft besorgt und hat Angst. Die persönlichen Meinungen deutscher Korrespondenten in Kiew scheinen, entgegen jeglicher journalistischer Ideale, fester Bestandteil der Berichte zu sein. Mein Bauchgefühl sagt mir, die Demonstranten bleiben heute Nacht ruhig, prophezeite etwa Phoenix-Reporterin Britta Hilpert eines Abends. Janukowitschs Angebot an die Opposition ist vergiftet, wusste NTV-Mann Dirk Emmerich am 26. Januar zu deuten. Alle Korrespondenten wohnen am Maidan.
Viel Meinung, wenig Information. Warum ist das so? Ein Erklärungsbaustein hierbei ist banal. Alle Korrespondenten wohnen direkt am Maidan Nezalezhnosti, Unabhängigkeitsplatz, etwa im prestigeträchtigen Hotel Ukraina. Der Großteil der Live-Schalten erfolgt auf der Hotelterrasse mit dem Platz im Hintergrund. Die Korrespondenten sehen tagelang vor allem den Maidan voller Zelte und Demonstranten. Sie bewegen sich dort kaum weg. Ein bestimmter Eindruck entsteht und verfestigt sich. Wenige Korrespondenten und viele Fotografen haben es immerhin 5 Minuten weiter zur Gruschewski-Straße vor das Dynamo-Stadion geschafft. Dort stehen seit Wochen die brennenden Barrikaden, die immer wieder bürgerkriegsähnliche Motive abgeben. Doch das war es auch schon. Andere Teile der Hauptstadt oder des Landes werden von Journalisten so gut wie gar nicht aufgesucht. Die geringe Zahl von Reportern aus dem Rest der Ukraine verweisen auf einen eklatanten Mangel an journalistischer Motivation. Nicht genug, dass erstürmte Gebietsverwaltungen nur vom Hörensagen bekannt sind. Auch Hintergrundberichte etwa über die soziale Situation oder Ansichten von Ukrainern außerhalb des Kiewer Stadtzentrums fehlen. Reporter stehen sich in der Innenstadt auf den Füßen und bestätigen sich ihre Meinung gegenseitig. Einen differenzierten Blick auf die Stimmung im Land kann es so nicht geben. Keine Analyse, wenig Recherche. Redaktionen hätten zudem die Pflicht, bestimmte Sachverhalte des derzeitigen Konfliktes inhaltlich zu erläutern. Das ginge vor allem mit Recherche. Doch seit Beginn der Berichterstattung gibt es hierbei nur wenige Fortschritte. Ein Beispiel. Auslöser der Kiewer Demonstrationen war die präsidiale Weigerung, das Assoziationsabkommen mit der EU zu unterschreiben. Doch was beinhaltet der Vertrag eigentlich? Welche Reformen verlangt die EU? Was wären die Folgen für das Land? Was leistet die EU dabei? Und was genau ist das russische Gegenangebot der Zollunion? Warum kann die Ukraine nicht beide Verträge unterzeichnen? Der deutsche Medienkonsument wird alleingelassen. Wer weiß schon, wofür die Parteien stehen? Das Parteiensystem der Ukraine ist gerade mal 22 Jahre alt und dementsprechend instabil und schnelllebig. Umso wichtiger zu erfahren, wofür die Parteien politisch eigentlich stehen. Auch hier besteht immer noch eine Menge Informationsbedarf. Die Medien haben diese Aufklärungsarbeit bislang konsequent unterlassen. Leser, Hörer und Zuschauer müssen mit der Unterteilung pro-russisch und pro-westlich zufrieden sein. In deutschen Medien erläutern keine Politologen oder Osteuropa-Experten, welches der Wahlbündnisse konservative, wirtschaftsliberale oder eher soziale Politikziele verfolgt. Mehr als die Wikipedia-Lebensläufe der Führungsfiguren finden sich auch in den Hintergrundinformationen selten. Kein Experte erzählt beispielsweise davon, dass es in der Ukraine an fortschrittlich linken Parteien mangelt. Für die Einschätzung der Lage wäre es zudem gut zu wissen, welche wichtigen Gesetzesänderungen Janukowitschs Partei der Regionen in den letzten Jahren vorgenommen und wer finanziell davon profitiert hat. Oder was eigentlich unter der orangenen Regierung passierte. Dass Vorgängerpräsident Juschtschenko 2010 mit einem Ergebnis von 5% abgewählt wurde. Oder woher Vitali Klitschkos junge Partei Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen kommt. In Deutschland wissen die wenigsten, wie die Programmpunkte des früheren Boxers lauten. Dabei könnte die Konrad-Adenauer-Stiftung hierbei sogar Antworten in deutscher Sprache liefern. Faschisten kämpfen nicht für Europa. Derzeit arbeitet Klitschko mit der Svoboda zusammen. Dass es sich hierbei um eine rechtsradikale Partei handelt, machten viele Medien erst in den letzten Tagen verdruckst bekannt. Noch weniger bekannt ist, dass Svoboda Verbindungen zu anderen neofaschistischen Gruppierungen in Europa wie der ungarischen Jobbik und der NPD hat. Parteichef Tjajnibok ist ein Antisemit. Das Simon Wiesenthal Center gibt darüber gern Auskunft. Svoboda-Anhänger verehren Stefan Bandera, einen Nazi-Kollaborateur und Mörder, als Nationalhelden. Welche Historiker werden dazu interviewt? Svoboda will die Ukraine zur Atommacht aufbauen. In ihrem Parteiprogramm fordert sie, den Schusswaffenbesitz für alle geistig gesunden Einheimischen zu legalisieren und Ukrainophobie als Straftat einzuführen. Svoboda ist gegen sexuelle und ethnische Vielfalt. Diese Partei kämpft ganz sicher nicht für die europäische Integration. Der Mediennutzer erfährt das aber nicht.
Erfahren hat er hingegen in so ziemlich jedem Medium, dass Berghut auf Deutsch Steinadler bedeutet. Tiefgründige Recherchen sehen anders aus. In Deutschland wäre der Minister sofort zurückgetreten. Als ein Video von einem nackten und von Polizisten gedemütigten Verhafteten auftauchte, wusste Phoenix-Korrespondentin Britta Hilpert am 25. Januar, Zitat, in Deutschland wäre der Innenminister bei so einem Fall sofort zurückgetreten, Zitat Ende. Vergleiche wie dieser mit den hiesigen Verhältnissen wären an anderer Stelle der Berichterstattung zur Einordnung für den Zuschauer ebenfalls hilfreich gewesen. Für Gesetze wie das Vermummungs- oder Bewaffnungsverbot bei Demonstrationen wurde Janukowitsch als Diktator bezeichnet, der aus der Ukraine einen Polizeistaat mache. Das mag sein, doch in Deutschland und zahlreichen anderen EU-Staaten finden sich solche Gesetze ebenfalls. Verurteilt wird hierzulande kein Politiker dafür. Nach den einmütigen medialen Reaktionen auf weit weniger Gewalt bei Demonstrationen hierzulande ist eines klar. Dieselben Korrespondenten würden die gleichen Taten von oppositionellen Straßenkämpfern in der Bundesrepublik völlig anders beurteilen als derzeit in der Ukraine. Zudem weiß jeder Journalist, dass die deutsche Polizei in so einem Fall auch hart durchgreifen würde. Brennende Barrikaden, besetzte Ministerien und patrouillierende Nazischläger im Berliner Regierungsviertel? Der deutsche Sicherheitsapparat würde sich das keinen Tag lang ansehen. Massenverhaftungen und Anklagen wegen Landfriedensbruch und versuchtem Totschlag wären die Folge. Jeder Journalist weiß das. Doch keiner der Kiewer Korrespondenten spricht es aus. Dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, ist offensichtlich und mit journalistischen Selbstansprüchen nicht zu vereinbaren. An dieser Stelle geht es auch nicht mehr nur um Qualitätsmängel, nein, hier werden ethische Grundregeln verletzt. Der Unterschied zwischen PR-Leuten und Journalisten ist, dass letztere sich um Neutralität und Aufklärung bemühen. Von Kiew aus verbreiten deutsche Korrespondenten jedoch eine erkennbar einseitige Sichtweise und machen sich damit zum Handlanger politischer Interessen. Wichtige Fragen werden nicht gestellt. Der einseitige Blick vieler deutscher Journalisten auf die Verfehlungen der Janukowitsch-Administration verhindert, dass sie weiteren Sachverhalten nachgehen. Ein Beispiel. Wenn Menschen für den Präsidenten auf die Straße gehen, wird zu Recht sofort und jedes Mal darüber informiert, dass sie aus anderen Landesteilen von Kiew gekarrt wurden und Geld erhalten haben. Bilder der Buskolonne werden gezeigt, O-Töne eingefangen, nachgehakt, journalistische Arbeit, wie es sein sollte. Wer aber erfahren will, dass oppositionelle Demonstranten und militärisch organisierte Faschistengruppen wie die UNA, UNSO und der Narodna-Block ebenfalls mit Bussen absolut geplant und ja irgendwie auch finanziert aus den westlichen Regionen nach Kiew kommen, wird in deutschen Quellen kaum etwas finden. Wichtige Fragen etwa danach, wie sich gewalttätige Protestierer finanzieren und organisieren, bleiben aus unerfindlichen Gründen ungeklärt. Weiß Gott, wo einer auf die Schnelle so viele Reifen herkriegt, schrieb FAZ-Korrespondent Konrad Schuller über den Nachschub von Autoreifen für brennende Barrikaden. Schuller müsste der Frage mit eigenen Recherchen nachgehen, anstatt auf göttliche Eingebung zu hoffen. Die Verweise anderer Korrespondenten auf freiwillige Spenden allein sind wenig glaubwürdig. Schon gar nicht, wenn gleichzeitig Oligarchen wie etwa Petro Poroschenko die Revolte unterstützen. Er kündigte beispielsweise am 25. Januar auf der Maidan-Bühne an, alle durch Demonstranten angerichteten Schäden innerhalb eines Tages reparieren zu lassen. Die Wahrheit geht bei gewalttätigen Konflikten meist als erste verloren. Dieses Wissen und das journalistische Neutralitätsgebot sollten für einen vorsichtigen Umgang mit Informationen in einer Situation wie derzeit in der Ukraine sorgen. Trotzdem werden Behauptungen der Janukowitsch-Gegner schnell übernommen und oft ohne Quellenangabe verbreitet. Im Gegensatz dazu ignorieren nahezu alle deutschen Medien Behauptungen der Gegenseite. Beispiele hierfür sind die Angaben zu Toten oder Verletzten. Sowohl was Opferzahlen als auch Todesumstände angeht, gibt es unterschiedliche Angaben. Von dieser Widersprüchlichkeit erfährt der deutsche Medienkonsument jedoch wegen der einseitigen Vorauswahl nichts. Immer die gleichen Interviewpartner. Ebenso einseitig erscheint die Auswahl der Gesprächspartner. O-Töne von ukrainischen Passanten gibt es fast nur von Demonstranten auf dem Maidan und von den Barrikaden. Was ist so schwierig daran, in einen anderen Stadtteil zu fahren und mit den Menschen dort zu sprechen?
Große Märkte wie im Kiewer Bezirk Trojeschina oder an den Metrostationen Petrivka oder Lissowa böten problemlos Gelegenheit dafür. Auch andere Teile des Landes sind nicht tabu. Dass solche Reisen kein Ding der Unmöglichkeit sind, hat FAZ-Korrespondent Konrad Schuller gezeigt, wenn auch mit der erwartbaren Parteilichkeit. Wie oben bereits angedeutet, ist die Zahl der interviewten Experten vergleichsweise gering. Sehr problematisch ist erneut die einseitige Auswahl von Gesprächspartnern, die überwiegend selbst als Akteure mit eigenen Interessen in den Konflikt verstrickt sind. Dies sind etwa Vitali Klitschko, Jewgenija Timoschenko und Gabriele Baumann, Konrad-Adenauer-Stiftung. Vor allem ist dies aber der CDU-Politiker Elmar Brok. Der EU-Parlamentarier wird fast täglich interviewt und dabei immer wieder als quasi objektiver Fachmann vorgestellt. Dabei sind seine Ansichten erkennbar parteiisch und inhaltlich äußerst überschaubar. Unter anderem durfte er im ZDF und im Deutschlandfunk unwidersprochen Drohungen aussprechen und Behauptungen aufstellen, ohne diese belegen zu müssen. So verdächtigte er etwa Wladimir Putin, dass dieser eine Art Sowjetunion wiedererrichten will. Am Ende geht es immer um Russland. Broks Äußerungen, aber auch Aussagen von Korrespondenten bedienen auffällig und fortwährend antirussische Ressentiments. Das standhafte Verweilen auch von Journalisten in Denkschemata des Kalten Krieges ist zwar in gewisser Weise mental beachtlich, aber nicht hilfreich. Bezeichnend sind freudsche Fehlleistungen von mehreren Zeitungen, die Mykola Assarow als russischen Ministerpräsidenten bezeichneten, oder von ZDF-Mann Klaus Kleber, der in einem Interview nach der Rolle der Sowjetunion fragte. Vielen deutschen Medienschaffenden scheint eine Art russlandfeindlicher Interpretationsrahmen bei der Beurteilung eines außenpolitischen Sachverhalts von vornherein zugrunde zu liegen. Tagesspiegel-Kommentator Christoph von Marschall klärte seine Leser über diese deutsche Journalistenweisheit auf. Zitat: Russland ist kein ehrlicher Makler wie die EU. Zitat Ende. Zuhauf vorhandene negative Informationen über den vermeintlich pro-russischen Viktor Janukowitsch und seine Partei werden von deutschen Journalisten deswegen gern vervielfältigt. Ebenfalls vorhandene Informationen über die politische Opposition sind ihnen aber anscheinend peinlich. Sie passen eben nicht in das vorgestanzte Bild und untergraben so die Interpretationshoheit des Korrespondenten über Gut und Böse in diesem Land. Journalistischer Selbstbetrug. Die mit der Ukraine befassten Journalisten waren über mehr als 2 Monate hinweg nicht in der Lage, sich einen größeren Überblick über die Situation im Land zu verschaffen. Bei den wenigen existierenden Reportagen und Infoblöcken reproduzieren sie meist nur Oberflächlichkeiten. Schließlich gehen sie Informationen nur einseitig nach, spielen problematische Sachverhalte wohlwollend herunter oder verschweigen sie ganz. Eine an qualitativen Kriterien orientierte Berichterstattung, differenziert, tiefgründig und neutral, findet nicht statt. Der von seinen Machern viel besungene Qualitätsjournalismus versagt. Zum Autor. Stefan Korinth, 31, ist Sozialwissenschaftler und arbeitet als freier Journalist in Hannover. Er ist mit einer Ukrainerin verheiratet und hat das osteuropäische Land seit 2007 mehrfach bereist. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Wo war eigentlich Stalin? Von Jens Berger. Ihrem Ideal zufolge dienen die Olympischen Spiele der Völkerverständigung. Kriege und Konflikte sollten während des Olympischen Friedens pausieren. Was das ZDF vom Olympischen Frieden hält, konnten Millionen Zuschauer während der Eröffnungsfeier der Spiele in Sotschi verfolgen. Nichts. Stattdessen glänzten Anne Gelinek und Wolf-Dieter Poschmann mit mal mehr, mal weniger kaschierter Hetze gegen das Gastgeberland. Stellenweise wirkte die Eröffnungsfeier der 22. Olympischen Winterspiele in Sotschi wie eine zweifelsohne gut gemachte Kopie der Eröffnungsfeier der letzten Sommerspiele in London. Sowohl die Briten als auch die Russen boten dem internationalen Publikum eine künstlerisch dargebotene Zeitreise durch die eigene Geschichte und Kultur. Naturgemäß betonten beide Gastgeber dabei ihre Schokoladenseite. Doch wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Oder sollte man lieber sagen, was dem Herrn geziemt, geziemt noch lange nicht dem Knecht? Dies scheinen zumindest die beiden ZDF-Kommentatoren Gelinek und Poschmann so zu sehen.
Gelineks größte Sorge war es nämlich, dass die Russen bei ihrer kulturellen Rückblende ihre dunkle Zeit, Zitat ZDF, ausgespart haben. Wo war Stalin, fragte sich Gelinek in der abendlichen Rückschau. Ja, wo war Stalin? Wo waren die Opfer des British Empire bei der Eröffnungsfeier in London 2012? Wo die beinahe ausgerotteten Indianer bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City 2002? Und wo waren die Millionen Opfer deutschen Größenwahns bei der Eröffnungsfeier in München 1972? Fragen über Fragen. Willkommen bei den Putin-Spielen. Erneut Zitat ZDF. Zugegeben, es ist nicht besonders verwunderlich, dass der Haussender von Markus Lanz nicht viel mit einer Show anfangen kann, deren eigentliche Hauptdarsteller Borodin, Tolstoi, Rodchenko und Malevich waren. Gerade wenn es um Wintersport geht, scheint das ZDF eher auf dem Anton aus Tirol-Niveau zu verharren. Die Hintergrundinformationen zum künstlerischen Programm gingen jedenfalls nie über die ersten zwei Zeilen des dazugehörigen Wikipedia-Beitrags hinaus. Mehr passte wohl nicht auf die Moderationskärtchen. Dafür wissen Millionen Zuschauer nun ganz genau über die sexuelle Orientierung des Musikduos Tattoo Bescheid. Wen interessiert denn auch der Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten? Dank Gelinek und Poschmann wissen die deutschen Zuschauer nun auch ganz genau, wer vielleicht so alles eine uneheliche Tochter von Wladimir Putin sein könnte. Dafür war anscheinend Platz auf den Moderationskärtchen. Und überhaupt Putin. Obgleich der russische Präsident sich bei der Eröffnungsfeier auf das Aufsagen der Eröffnungsformel beschränkte, überstrahlte er die Kommentierung des ZDF. Was wurde nicht alles spekuliert? Höhepunkt des dümmlich öffentlich-rechtlichen Gebrabbel war wohl die kecke Spekulation einer Korrespondentin, Putin selbst würde das olympische Feuer entzünden. Leider enttäuschte Putin die deutschen Journalisten. Dafür applaudierte er zerknirscht, Zitat ZDF, als die deutschen Athleten einmarschierten. Warum zerknirscht? Wahrscheinlich war er eher peinlich berührt wegen des hochgradig albernen, bunten Outfits des deutschen Teams. Ach ja, das Outfit! Laut ZDF erinnerte der Papageienlook an eine Regenbogenfahne, die ja bekanntlich das Symbol der Homosexuellen ist. Na toll! Jedes Mal, wenn beim Einmarsch der Athleten das dazugehörige Staatsoberhaupt auf der Ehrentribüne gezeigt wurde, lasen Gelinek und Poschmann pflichtgetreu von ihren Kärtchen ab, dass es angeblich große Proteste wegen ihres Erscheinens in Sotschi gab. Stimmt das? Mir ist zumindest nicht bekannt, dass es in den Niederlanden, Ministerpräsident Mark Rutte und das Königspaar waren anwesend, oder in Italien, Ministerpräsident Enrico Letta war anwesend, nennenswerte Proteste gab. Egal. Als offizieller deutscher Vertreter war übrigens ein gewisser Ralf Brauksiepe bei der Eröffnungsfeier anwesend. Brauksiepe ist, wie passend, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Dafür aber war wenigstens Altkanzler Herbert Schröder, Zitat ZDF, da. Wenn das nichts ist. Politik scheint ohnehin nicht zu den Interessengebieten der ZDF-Moderatoren zu gehören. So schoben Gelinek und Poschmann wieder einmal Russland unterschwellig die Verantwortung für den Georgienkrieg in die Schuhe. Zitat, es war bis zuletzt nicht klar, ob überhaupt ein georgischer Athlet anreist. Zitat Ende. Dafür herrschte jedoch beim ZDF-Duo infernales, eisiges Schweigen, als die ukrainische Mannschaft vom russischen Publikum frenetisch begrüßt wurde. Dazu stand wohl auch nichts auf den Moderationskärtchen. Wie denn auch? Man musste sich schließlich in gebotener Ausführlichkeit auf Putin und Stalin vorbereiten, wobei der Letztere ärgerlicherweise noch nicht einmal vorkam. Nun haben die Athleten das Wort und es ist zu wünschen, dass sie den Suggestivfragen der mit Mikrofonen bewaffneten kalten Krieger widerstehen. Wie dies gehen kann, zeigte die deutsche Fahnenträgerin Maria Höffel-Riesch. Auf die Suggestivfrage »War schrecklich pompös, gell?« antwortete sie souverän »Eigentlich genauso wie in Vancouver und toll.« Da hatte wohl das ZDF vergessen, ihr das richtige Moderationskärtchen zu geben. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Vom Abbau der Konfrontation in Europa zum Wiederaufbau der Konfrontation. Die Toten von Kiew sind die Opfer dieses Wahnsinns. Von Albrecht Müller.
Auf der Basis einer dpa-Meldung hat meine Regionalzeitung Die Rheinpfalz am 18. Februar über das Treffen der ukrainischen Oppositionsführer Klitschko und Jazenjuk mit der Bundeskanzlerin berichtet. Da ist davon die Rede, die Ukraine brauche eine europäische Perspektive. Es wird von proeuropäischer Opposition geschrieben. In anderen Texten wird wie selbstverständlich davon erzählt, der Konflikt in der Ukraine rühre daher, dass die Russen den Ukrainern nicht erlauben wollten, sich für Europa zu entscheiden. Und selbstverständlich schwingt immer mit, wir hier im Westen sind die Guten, dort im Osten sind die Bösen. Der Konflikt hat das Zeug zu einem Bürgerkrieg und birgt zusammen mit anderen ähnlich arrangierten Konflikten nach meiner Einschätzung auch das Risiko eines Übergreifens anderer Staaten wie Weißrussland oder Russland selbst und damit das Risiko eines Dritten Weltkrieges, jedenfalls eines maßlosen Blutvergießens. Ich muss zu Anfang anmerken, dass meine Abneigung gegen kriegerische und kriegsähnliche Gewalt auf der Erfahrung mit Krieg und der frühen politischen Sozialisation in einer ersten Friedensbewegung zu Beginn der 50er Jahre gründet. Ich wiederhole dazu einiges, was ich in den Nachdenkseiten und auch in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk berichtet habe. Die Forderung »Nie wieder Krieg« war keine dummdreiste Nachkriegsparole, sondern die ernstgenommene Erfahrung mit den Schrecken eines Krieges. Statt Verständigung der Rollback-Versuch und Kalter Krieg. Es gab damals zu Beginn der 50er Jahre den Versuch, in Deutschland von Seiten des späteren Bundespräsidenten Heinemann, die Konfrontation zwischen Ost und West nicht zu verschärfen, sondern abzubauen. Aber dieser Versuch fand in den 50er Jahren bei uns und im Westen insgesamt keine Mehrheit. Stattdessen wurde der Versuch gemacht, den Einfluss der Russen zurückzudrängen. Das Konzept maßgeblicher Kräfte in den USA und auch bei uns war das sogenannte Rollback. Dieser Gedanke war vor allem verbunden mit dem amerikanischen Außenminister Dulles. Es kam im weiteren Verlauf des auf beiden Seiten massiv geführten Kalten Krieges zu gefährlichen Situationen. Und dann der erfolgreiche Versuch der Verständigung und mit dem Abbau der Konfrontation auch der Wandel im Inneren des früheren Ostblocks. Mit der Friedens- und Vertragspolitik ist dann der Abbau der Konfrontation zwischen Ost und West eingeleitet worden und gelungen und darauf bauend dann auch die innere Veränderung in den Staaten des ehemaligen Ostblocks einschließlich Russlands. Diese positive Erfahrung wird heute nicht mehr ernst genommen. Schon die naheliegende Konsequenz, die Militärbündnisse Warschauer Pakt und die NATO aufzulösen, fand sich als Ziel nur noch im SPD-Grundsatzprogramm vom Dezember 1989. Politische Realität wurde diese Zielvorstellung nicht. Heute wird ein neues, nur ein bisschen anders gelagertes Rollback versucht. Das Gezerre darum, ob die Ukraine europäisch sein soll oder unter russischem Einfluss, ist Ausdruck des Aufbaus einer neuen und, wie ich meine, gefährlichen Konfrontation. Der normale Berichterstatter im deutschen Fernsehen oder in den deutschen Zeitungen ist schon so eingeübt in die neue Konfrontation, dass die entsprechenden Begriffe wie proeuropäisch oder nicht-europäisch unreflektiert in die Fernseh- und Printberichte fließen. Der normale Reporter und die normale Reporterin, wie gestern Abend zum Beispiel die Berichterstattung des ZDF-Heute-Journal aus Moskau, denken ganz selbstverständlich in den Schablonen der Schützengräben einer neuen Konfrontation. Es ist beachtlich, wie schnell und nachhaltig diese Gehirnprägung stattgefunden hat. Manche der heute üblichen Berichte und Kommentare erinnern mich an das Denken und Reden aggressiver Vertreter der jungen Union in den 50er und 60er Jahren. Jürgen Wohlrabe zum Beispiel redete so, als ich ihn zum ersten Mal im Jahre 1960 auf dem Gelände der Freien Universität Berlin reden hörte. Damals gab es in Deutschland immerhin noch Gegenstimmen. Heute hat man den Eindruck, dass Freund-Feind-Denken und die Einteilung in Gut und Böse seien die beherrschenden Denkmuster in der öffentlichen Diskussion. In der Ukraine gibt es Unrecht von Seiten der Regierenden. Es gibt Menschenrechtsverletzungen. Es gibt Zweifel in das Funktionieren der Demokratie. Aber wo gibt es das alles nicht? In den USA gibt es die Todesstrafe. Aus meiner Sicht eine grundlegende Verletzung der Menschenrechte. Dort gibt es nicht nur in Guantanamo die Aussetzung des Rechtsstaats. Das Grundrecht auf sozialen Ausgleich und auf Gerechtigkeit wird in nahezu allen westlichen Staaten verletzt.
Bei uns und in vielen anderen Ländern des Westens gibt es dank der mit viel Geld und publizistischer Macht durchgesetzten Gleichschaltung des Denkens in den Kategorien der neoliberalen Ideologie de facto keine Chance zu einer politischen Alternative, die diesen Namen verdient. Das Menschenrecht der Jugendlichen auf Arbeit und eine berufliche Zukunft wird in Griechenland, in Spanien und in anderen Ländern von der verordneten Wirtschaftskrise außer Kraft gesetzt. Vor allem auch dank deutschen Einflusses. Europa hat Berlusconi hingenommen. Europa nimmt die Bedrohung demokratischer Verhältnisse in Ungarn hin. Europa und der Westen stützen die Musterdemokratien der Golfstaaten und Saudi-Arabiens. Wir lassen uns bespitzeln und bespitzeln andere. Und die veröffentlichte Meinung unseres Landes ist, mit wenigen Ausnahmen, alles andere als plural. Sie ist in vielen für die Gestaltung unseres Landes und auch unserer Außenpolitik und unseres Umgangs mit anderen Völkern entscheidenden Fragen gleichgerichtet, von strategisch ausgedachten Kampagnen geprägt und einseitig. Ein Musterbeispiel für diese antidemokratische Verfassung unserer Medien ist die aktuelle Berichterstattung aus Kiew. Schuld am blutigen Konflikt sind in der überwältigenden Mehrheit der Berichte die Regierung und der Präsident. Sie haben mit der Gewalt angefangen. Der deutsche Außenminister Steinmeier hat sich diese Version heute Nacht schon zu eigen gemacht und damit zu einem Einheitsbrei der Meinungen innerhalb der Europäischen Union beigetragen. Typisch dafür war eine halbe Stunde im Deutschlandfunk zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. Frau Adler mit bekannter Einseitigkeit und dann noch, wie schon gestern Abend im ZDF-Heute-Journal und heute bei Spiegel Online, der Pfarrer der evangelischen Kirche in Kiew, Ralf Haska. Der weiß vom Hörensagen seiner Freunde ganz genau, was abläuft. Im Deutschlandfunk kam dann noch der Europaabgeordnete Brok zur Sprache und selbstverständlich wurde verschwiegen, dass dieser Abgeordnete im Dienste von Bertelsmann steht. In der Ukraine ist ein neuer Versuch des Rollbacks gestartet worden, auch mit deutscher Unterstützung. Das Ritual verlangt von mir zunächst festzustellen, dass ich den dortigen Präsidenten nicht für einen lupenreinen Menschenfreund und Demokraten halte. Aber seine jetzige Macht geht auf Wahlen zurück, vermutlich auch keine besonders demokratischen Wahlen. Sind sie das bei der Wahl von George W. Bush in den USA gewesen und in anderen Ländern wie Italien? Der feine demokratische Westen hat ganz selbstverständlich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingegriffen. Die CDU-nahe Adenauer-Stiftung hat den Oppositionspolitiker Klitschko aufgebaut. Die USA maßen sich an, auf dem Personaltableau der Ukraine nach eigenem Gusto die ihr genehmen Personen zu setzen und zu verschieben. Lesen Sie dazu bitte die Übersetzung des Mitschnitts des Telefongesprächs zwischen dem Botschafter der USA in der Ukraine, Pyatt, und Frau Nuland, der im State Department der USA zuständigen Diplomatin für Europa und Eurasien. Dieses Gespräch ist am allerwenigsten wegen des berühmten Fuck EU interessant, sondern wegen der erkennbaren Selbstverständlichkeit, mit der sich Regierungsvertreter der USA mit der Besetzung von öffentlichen Ämtern in fremden Ländern beschäftigen. Noch bei der Schadensbegrenzung zu diesem Mitschnitt funktioniert im Übrigen die kampagnenmäßig aufgebaute Public Relations der westlichen Seite. Um von dem Inhalt des Mitschnitts abzulenken, wurde versucht, die ukrainische Staatsführung selbst zum Schuldigen zu machen. Ich würde das nicht erwähnen, wenn mir gegenüber nicht gleich zwei Personen betont hätten, dieser Mitschnitt sei von der russischen, wahlweise ukrainischen Seite gestreut, das heißt veröffentlicht worden. Damit sollte wohl insinuiert werden, dass die Veröffentlicher die Bösen sind und nicht jene, die sich anmaßen, das Personaltableau fremder Völker zu bestimmen. In der allgemeinen Öffentlichkeit funktioniert auch diese Manipulation. Wie einseitig die Betrachtung der Vorgänge in der Ukraine sind, könnte man erkennen, wenn man die Frage danach stellt, wie die Urteile ausfielen, wenn sich bei uns im Westen zutrüge, was in der Ukraine geschieht. Nehmen Sie an, eine russische oder arabische oder eine türkische Stiftung würde einen deutschen oder amerikanischen Oppositionspolitiker ausbilden und finanzieren. Es wäre die Hölle los. Man würde es als antidemokratischen Eingriff werten. Nehmen Sie an, Deutschland hätte sich angemaßt, offiziell die Wahl George W. Bushs zum Präsidenten wegen der Machenschaften bei der Auszählung der Stimmen als undemokratisch zu kennzeichnen. Nehmen Sie an, es würde ein Telefongespräch zwischen den Verantwortlichen in der russischen Regierung und ihrem Botschafter in Deutschland bekannt, das sichtbar macht, wie intensiv die russische Regierung die Personalauswahl der Regierenden in Deutschland mitbedenkt und mit beeinflusst.
Nehmen Sie an, ein deutscher Oppositionspolitiker würde nach Moskau fliegen und von Putin verlangen, Sanktionen gegen die Mitglieder der deutschen Regierung zu ergreifen. Das waren doch alles Interventionen, die sich normalerweise keine Regierung bieten lassen kann. Viel wichtiger jedoch, alle diese Vorgänge lassen erkennen, dass die jetzt Verantwortlichen in Deutschland, anders als noch zu Zeiten der Vertragspolitik, nichts davon wissen wollen, dass man Spannungen und Fehlentwicklungen verhindern kann, wenn man die Richtung der inneren Entwicklung verändert. Eine Möglichkeit, dabei weiterzukommen, ist der Abbau von Spannungen und von Konfrontation. Der Westen spiegelt sich im Zerrbild echter und sogenannter Diktaturen und sieht wunderbar aus. Auch der tödlich gewordene Konflikt in der Ukraine dient der Selbstbespiegelung und Verherrlichung des eigenen Lagers. Wir sehen nur deshalb so mustergültig aus, weil wir uns gegen Diktaturen wie in Syrien oder Libyen und gegen ein unsympathisches Regime wie in der Ukraine und gegen Putin engagieren. Das war schon immer ein eleganter Propagandatrick, durch Angriff und Beschimpfen eines Dritten sich selbst zu glorifizieren. Auch militärische Interventionen dienen der Selbstbefriedigung und der Selbstbespiegelung. Die USA intervenieren gegen den internationalen Terrorismus und erscheinen so als Kämpfer für die Humanität. Großbritannien und Frankreich intervenieren gegen den diktatorischen Herrscher Libyens Gaddafi und werden so zu Kämpfern für die Menschenrechte. Und jetzt engagiert sich die Europäische Union für Sanktionen gegen das Regime in Kiew und erscheint so als ein Hort der Demokratie und Menschenrechte. Das wirkliche Ende militärischer Gewalt und Intervention in all seinen Facetten, mit seinen Opfern und Nachteilen und ungelösten Problemen, wird selten bedacht. Der Einstieg wird meist gefeiert. Dann ersetzt oft Propaganda den Erfolg für Menschenrechte und Frieden. Wo sind der Frieden und die Demokratie in Libyen geblieben? Wo sind die Menschenrechte und die Frauenrechte in Afghanistan? Ist die militärische Intervention in Afghanistan ein Erfolg? Ist die militärische Intervention im Irak ein Erfolg? Von dort werden täglich Dutzende von Menschenopfern gemeldet, allerdings ohne Bezug auf die Intervention von Briten, US-Amerikanern, Polen und anderer Nationen vor über 10 Jahren. Es ist schon seltsam, Bilanzen der Kämpfer für Menschenrechte und Frieden gibt es meist nicht. Sie bedenken das Ende nicht. Deshalb dürfen sie die Erfolge und Misserfolge nicht bilanzieren. Der Sinn des Krieges. Er macht populär. Er ist innenpolitisch nutzbar. Er beschäftigt die Rüstungsindustrie. Mit Krieg zu drohen macht populär. Krieg führen bringt Bilder. Krieg führen beschäftigt die Medien und besorgt ihnen eine billige Programmgestaltung. Krieg führen bringt Arbeitsplätze für die Rüstungsindustrie. Das ist ein banales Argument, aber ein stimmig erscheinendes Argument, so ausgelutscht es auch ist. Die Rüstungsindustrie braucht Kriege und sie hat vermutlich die strategische Kampagne zur Förderung kriegerischer Interventionen statt der mühsamen, aber erfolgreichen Versuche, Konflikte friedlich zu lösen, geplant, planen lassen und finanziert. Wenn Sie das nicht glauben wollen, dann machen Sie einen Selbstversuch. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine erfolgreiche Public Relations Agentur. Sie beschäftigen intelligente und fantasievolle junge Leute. Es hapert aber ein bisschen am Geld und jetzt klopft die Rüstungsindustrie an ihre Tür und bietet ihnen fürs Erste 200 Millionen Euro für die Entwicklung und Betreuung einer Strategie zur Beschäftigung der Rüstungsindustrie. Wetten, dass sie weich werden? Bei 100 Millionen hört die Moral auf. Und da Sie und Ihre Betriebswirtschafts- und Werbejungs über Fantasie verfügen, denken Sie sich ein Konzept und die Wege zur Umsetzung aus. Als Erstes schlagen Sie dann vor, die alte Idee, Kriege für die Menschenrechte und für die Demokratie zu führen, umzuformulieren und neu aufzulegen. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Die Opfer sehen wir jetzt in der Ukraine. Bei uns werden sie irgendwann später beim nächsten und übernächsten Bürgerkrieg und dann beim großen Konflikt ankommen. Der geplante Wahnsinn. Anlage 1. Ukraine-Krise. Durchgesickertes Nuland-Payant-Telefonat. Übersetzung des Transkripts von BBC News Europe durch Sabine Tober. Nuland: Was glauben Sie? Payet: Ich denke, wir sind drin. Das Klitschko-Ding ist ganz klar das komplizierte Elektron hier.
Besonders die Ankündigung, er solle stellvertretender Premierminister werden, und Sie haben ja gelesen, was ich über die Eheprobleme, die es da gerade gibt, geschrieben habe. Jedenfalls versuchen wir möglichst schnell herauszufinden, wie er zu dieser Sache steht. Aber ich glaube, der Punkt, den Sie machen müssen, ich denke mal, das sollte Ihr nächstes Telefonat sein, ist genau der, den Sie auch jetzt gegenüber gemacht haben. Und wie gut, dass Sie ihn sozusagen gezwungen haben, Farbe zu bekennen, wie er seine Stellung in diesem ganzen Szenario sieht. Ich war richtig froh über seine Antwort. Newland? Gut. Ich finde nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen sollte. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich halte das für keine gute Idee. Pyatt? Ja, ich denke mal, also, was das angeht, dass er nicht der Regierung beitritt, soll er doch bloß draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben machen und so. Ich meine eben nur, was so die ganze weitere Entwicklung betrifft, da wollen wir ja die gemäßigten Demokraten zusammenhalten. Das Problem wird Jan Jeborg mit seinen Leuten sein, und ich bin sicher, darauf spekuliert Janukowitsch bei all dem wohl auch etwas. Newland? Ich denke mal, Jatsenjuk ist der Mann mit der Erfahrung in der Wirtschaft und im Regieren. Er ist der... Was er braucht, sind Klitsch und Jan Jeborg außen vor. Mit denen soll er dann viermal die Woche reden, sag ich mal. Ich denke eben nur, wenn Klitsch da reingeht, auf der Ebene würde er dann für Jatsenjuk arbeiten. Das kann einfach nicht gut gehen. Pyatt? Ja, nein, ich glaube, das ist richtig. Okay, gut. Wollen Sie, dass wir als nächsten Schritt ein Gespräch mit ihm vereinbaren? Newland? Also, wie ich den Anruf verstanden habe, korrigieren Sie mich gerne, war das so, dass die großen drei ihr eigenes Treffen haben würden und dass Jatz dabei eine Unterhaltung 3+1 oder 3+2 mit Ihnen vorschlagen würde. Haben Sie das nicht auch so verstanden? Pyatt? Nein, ich glaube, also, das ist, was er vorgeschlagen hat, aber ich denke mal, bei der Dynamik, die die haben, wo Klitschko der Platzhirsch ist, der wird sich Zeit lassen, zu irgendeinem Treffen zu kommen. Und wahrscheinlich redet er jetzt gerade mit seinen Leuten. Also ich glaube, wenn Sie sich direkt an ihn wenden, dann ist das hilfreich in Bezug auf das Persönlichkeitsmanagement bei den Dreien. Und dann gibt Ihnen das auch noch die Möglichkeit, die ganze Sache so schnell wie möglich weiterzubringen und uns zu positionieren, bevor Sie sich alle zusammensetzen und er erklärt, warum ihm das nicht passt. Newland? Okay, gut, da bin ich froh. Warum kontaktieren Sie ihn nicht und fragen, ob er sich vorher oder hinterher treffen will? Pyatt? Okay, mache ich, danke. Newland? Okay. Da ist noch ein kleiner Haken, Jeff. Ich erinnere mich nicht, ob ich Ihnen das schon gesagt habe oder ob ich das nur in Washington gesagt habe. Als ich heute Morgen mit Jeff Feldman sprach, hatte der einen neuen Namen für den UN-Mann, Robert Serry. Habe ich Ihnen das heute Morgen geschrieben? Pyatt? Ja, habe ich gesehen. Newland? Okay. Er hat jetzt Serry und Ban Ki-moon so weit, dass Serry Montag oder Dienstag herkommen könnte. Also ich denke, das wäre super als Hilfe, das Ganze zusammenzukleistern und die UN dabei helfen zu lassen und, naja, scheiß auf die EU. Pyatt? Nein, genau. Und ich denke, wir müssen etwas machen, dass es zusammenbleibt, denn die Russen werden ganz bestimmt, wenn das alles erstmal richtig in Gang kommt, versuchen, aus dem Hinterhalt zu torpedieren. Und dann wieder die Sache, dass das gerade jetzt publik wird. Ich versuche immer noch zu verstehen, warum Janukowitsch... Anmerkung, hier wird es unverständlich. Weiter. Und dann findet jetzt auch noch ein Fraktionstreffen der Partei der Regionen statt, und ich bin sicher, dass es in dieser Gruppe gerade eine heftige Diskussion gibt. Aber auf jeden Fall können wir hier ganz groß rauskommen, wenn wir schnell machen. Also ich nehme mir Klitschko vor, und Sie können... Wir müssen versuchen, jemanden von internationalem Format hierher zu bekommen, um bei der Geburt zu helfen. Das andere Thema ist die Art der Kontaktaufnahme mit Janukowitsch, aber da werden wir uns wohl morgen zusammentun, wenn wir besser einschätzen können, wie sich das alles zu fügen beginnt. Newland? Nochmal zur Sache, Jeff. Als ich die Mitteilung schrieb, in der es hieß, und Sullivan hat mir da direkt geantwortet, dass sie beiden brauchen, da habe ich wohl morgen gesagt, um es aber auch ganz deutlich zu machen und damit nichts verloren geht, also beiden ist bereit. Pyatt. Okay, schön, danke. Erläuterungen zu den genannten Namen und Einschätzungen. Sie stammen von einem Freund, der lange in Kiew lebte und arbeitete. Victoria Jane Newland ist US-amerikanische Diplomatin. Sie ist zurzeit Assistant Secretary of State im Dienst des US-Außenministeriums und als solche zuständig für Europa und Eurasien. Geoffrey R. Pyatt ist derzeit Botschafter der USA in der Ukraine.
Nachdenkseiten. Die kritische Website. Notwendig ist die Umstellung von der seit 1989 neu geschaffenen Konfrontation hin zur europäischen Friedensordnung. Von Albrecht Müller. Das Heute-Journal vom 3. März sendete ein Interview mit Egon Bahr. Auf die Frage danach, ob es Krieg geben würde, beruhigte Bahr die Gemüter mit dem Hinweis, wir bräuchten das Gas der Russen und die Russen wollten unser Geld. Bei aller Hochachtung für Egon Bahr, er verkennt die Eigendynamik der ideologischen Wiederaufrüstung und die Rolle des Propagandakrieges, er missachtet die Gefährlichkeit der stattgefundenen und stattfindenden Destabilisierung, also der ideologischen und mit Waffen und Geld betriebenen Wühlarbeit. Zum Beispiel: Wenn die rechtsradikalen Kräfte in der Westukraine und in Kiew ihre Kommandos in den Osten schicken und unter russischstämmigen Einwohnern ein Blutbad anrichten, dann könnte die von Egon Bahr beschworene Interessengemeinschaft sehr schnell auseinanderbrechen. Auch die Eigendynamik des Wiederaufbaus des Feindbildes von den bösen Russen im Osten und den guten im Westen kann im Westen die Bereitschaft zum Zündeln maßlos erhöhen. Auch müssen wir beobachten, dass Säbelrasseln wie auch tatsächliche militärische Interventionen von Regierungschefs und Präsidenten zur innenpolitischen Stabilisierung genutzt werden. Siehe USA und der Irakkrieg oder Frankreich und Großbritannien mit ihrer Intervention in Libyen. Menschen- und Demokratiefreundlichkeit werden hier mit dem Bedarf zur Machterhaltung vermengt. Das sind einige der Risikofaktoren, die Egon Bahr bei seiner Einschätzung der Interessenlagen missachtet. Das bleibt kritisch anzumerken, obwohl sein Versuch zur Beruhigung angenehm ist. Die Geschichte des Abbaus der Konfrontation und des Wiederaufbaus der Gegnerschaft seit 1989. Am zunächst erfolgreichen politischen Wirken Egon Bahrs und letztlich an seinem aktuell sichtbaren Scheitern lässt sich die fatale Entwicklung gut aufzeigen. Egon Bahr hatte als Mitarbeiter von Willy Brandt zusammen mit einigen anderen einen beachtlichen Anteil am Abbau der Konfrontation zwischen Ost und West in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gab einige Grundgedanken dieser Entspannungspolitik, an die erinnert werden muss, weil sie inzwischen sträflich vernachlässigt werden. Sich in die Lage des anderen zu versetzen, Gewaltverzicht, Wandel durch Annäherung, Abbau der ideologischen Konfrontation und der Feindbilder in der Konsequenz, Abbau der Blöcke und militärische Abrüstung. Das Jahr 1989 ist das Jahr der Krönung dieser Politik und zugleich der Beginn einer neuen ideologischen Aufrüstung. Die Mauer fiel, die führenden Kräfte der Sowjetunion und des Westens, Gorbatschow, Kanzler Kohl und all die anderen respektierten sich und verstanden sich. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, so auch die Sowjetunion. Einzelne Völker gewannen ihre Selbstbestimmung. Das Ziel dieser Entwicklung wurde gerade von Egon Bahrs Partei, der SPD, eindeutiger als von anderen formuliert. Egon Bahr und ich als damaliger Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion haben damals kurze Zeit vor dem Berliner Parteitag der SPD den einschlägigen Text für die Vorstandsvorlage zum Berliner Grundsatzprogramm der SPD, das am 20. Dezember 1989 beschlossen wurde, vorbereitet. Dort lauten die einschlägigen Passagen, Zitat: Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen. Bis dahin findet die Bundesrepublik Deutschland das ihr erreichte Maß an Sicherheit im Atlantischen Bündnis, vorausgesetzt, sie kann ihre eigenen Sicherheitsinteressen dort einbringen und durchsetzen, auch ihr Interesse an gemeinsamer Sicherheit. Der Umbruch in Osteuropa verringert die militärische und erhöht die politische Bedeutung der Bündnisse und weist ihnen eine neue Funktion zu. Sie müssen, bei Wahrung der Stabilität, ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Dies eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa. Zitat Ende. Das sind Träume geblieben. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, die NATO nicht. Im Gegenteil, sie wurde bis an die Grenzen des heutigen Russland ausgedehnt. Die NATO wurde vom Verteidigungsbündnis zu einem Bündnis für militärische Interventionen außerhalb des NATO-Gebietes umgefummelt.
Die Rüstungsinteressen und vermutlich auch die Interessen an wirtschaftlichen Ressourcen in verschiedenen Regionen der Welt waren stärker als unsere Träume vom Dezember 1989, so berechtigt diese Träume damals waren und sie bis heute sind. Gleichzeitig, und das dürfte noch schlimmer sein als die Aufrechterhaltung des NATO-Bündnisses, ist das Ziel einer europäischen Friedensordnung missachtet und die ideologische Aufrüstung und die Pflege von Feindbildern neu betrieben worden. Man muss sich die Entwicklung in Bildern vorstellen. Damals, 1989 und 1990, gab es von Respekt und sogar Herzlichkeit geprägte gemeinsame Auftritte von Helmut Kohl, Willy Brandt, Gorbatschow, von Baar und Fahlin, dem früheren Botschafter der Sowjetunion in der Bundesrepublik und Verhandlungspartner während der Phase der Entspannungspolitik. Schon vorher, so am 8. Mai 1985 von Seiten des von der CDU gestellten Bundespräsident Richard von Weizsäcker, gab es grundsätzliche Bekenntnisse zur Versöhnung mit dem Osten, das heißt auch mit dem Russen. Der Abbau des Feindbildes fand in Deutschland eine über die Reihen der Sozialdemokraten hinausgehende Basis. Die Friedensbewegung hatte einen wichtigen Beitrag für diese militärische und ideologische Abrüstung geleistet. Und dann kam alles anders. Das angesammelte Kapital wurde verspielt und der Kalte Krieg neu belebt. Die Welt wurde wieder aufgeteilt in zwei Blöcke. Wir hier im Westen sind die Guten und dort jenseits einer nach dem Osten verlegten Blockgrenze sind die Russen, die Bösen. Und für sie gilt das alte Feindbild. Ich erinnere wieder einmal an das bekannte Plakat, so verwendet von CDU/CSU in den 50er Jahren und später von der NPD. Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, darum CDU. Mit etwas verwandeltem Text könnte es heute wieder verwandt werden. Jedenfalls wird der Geist dieser Agitation in der überwiegenden Mehrheit der deutschen Medien bei Berichterstattung und Kommentierung des Konflikts um die Ukraine deutlich wiederbelebt. Die Foren vieler Medien zeigen allerdings auch, dass es unter uns Deutschen viele Menschen gibt, die von der Wiederbelebung der Konfrontation nichts halten. In diesem Kontext eindrucksvoll waren zum Beispiel die Äußerungen von Hörern der Sendung Kontrovers des Deutschlandfunks am 3. März. Aber diese erfreulichen Nebenerscheinungen können nicht darüber hinwegtäuschen: Wir sind wieder am Anfang. Die Konfrontation in der Ukraine und um die Ukraine und der Umgang mit den Russen zeigt, es ist wie vor 50 Jahren. Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik. Notwendig sind vertrauensbildende Maßnahmen wie damals in den 60ern und 70ern. Gewaltverzicht und auch der Verzicht auf die Destabilisierung des Partners sind wichtige Elemente. Die Brand- und Bar-Erkenntnis Wandel durch Annäherung gilt neu. Wer eine Verbesserung der politischen Verhältnisse einschließlich demokratischer Regeln und die Wahrung von Menschenrechten erreichen will, wird das jedenfalls nicht mit Konfrontation schaffen. Und keinesfalls mit der unberechtigten Arroganz der Trennung in die Guten im Westen und die Bösen im Osten. Wir sind wieder ganz am Anfang und die Bedingungen für einen neuen Versuch zum Abbau der Konfrontation sind kaum besser als in den 50er Jahren. Vertrauen ist verspielt. Und der Westen ist über weite Strecken entdemokratisiert. Wer über wirtschaftliche und mediale Macht verfügt, hat dort das Sagen. Das Vertrauen wurde gründlich verspielt. Versetzen Sie sich in die Lage der Russen und der russischen Führung. Gorbatschow hat die Hoffnung genährt, dass es eine wirkliche Partnerschaft in Europa geben könne und dass Russland zu Europa gehöre. Aus der Sicht vieler Russen war auch damit die Aufgabe der Sowjetunion gerechtfertigt. Sie haben dann erlebt, wie ihr Land in Zeiten von Präsident Jelzin von westlichen großen Interessen und eigenen Oligarchen geplündert wurde, und dann haben sie erlebt, wie die NATO anders als der Warschauer Pakt nicht aufgelöst wurde und stattdessen an die russischen Grenzen heranrückte. Am Beispiel Deutschlands konnten Sie dann noch im Detail erfahren, wie der von der Verfassung vorgegebene Auftrag für das Militär und das Bündnis als Einrichtung zur Verteidigung umgewidmet wird in eine Einrichtung zur militärischen Intervention außerhalb des NATO-Territoriums. Die Russen haben erlebt, wie die USA mit Unterstützung der NATO neue Raketenstationen in osteuropäischen Ländern errichtet haben, angeblich gegen Iran gerichtet. Das heißt, zur faktischen Konfrontation kommt auch noch die Verhöhnung des neuen Gegners als einfältig hinzu.
Die Russen haben dann am Beispiel der Ukraine erlebt, wie der Westen mit solchen Staaten und ihren zumindest formal demokratisch gewählten Regierungen umgeht, wenn dem Westen die Richtung nicht passt. Hier Beispiele für eine Kette von Provokationen. Die für die Ukraine zuständige Vertreterin der amerikanischen Regierung Nuland und der US-Botschafter in der Ukraine lassen in einem Telefongespräch freimütig erkennen, dass und wie sie über das politische Personal eines fremden Landes, im konkreten Falle der Ukraine, denken und disponieren. Die größte Regierungspartei der Bundesrepublik Deutschland guckt sich den ihr genehmen politischen Führer für das fremde Land, nämlich den Boxer Klitschko, aus und fördert diesen über ihre politische Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Die USA fördern mit Millionen den Aufbau von NGOs in der Ukraine und vermutlich auch der rechtsradikalen Schlägertrupps. Westliche Politiker heizen die Stimmung auf dem Maidan an. Die Europäische Union versucht, die Ukraine in ihr Lager zu ziehen. Das hätte sie tun können, wenn sie gleichzeitig den Russen ein Angebot gemacht hätte. Warum eigentlich nicht? Warum betreibt die Europäische Union die Trennung in Europa hier und die Russen dort? Es ist nicht der Auftrag der EU und ihrer Einrichtungen, an solchen Trennungslinien zu arbeiten und die Konfrontation neu aufzubauen. Und dennoch ist es geschehen, weil bei der Europäischen Union in solchen Fällen die ideologische Ausrichtung als neoliberale Einrichtung eine zentrale Rolle spielt. Die USA haben übrigens mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Ukraine für die Einrichtung eines Foltergefängnisses ihrer Geheimdienste genutzt, so wie in Litauen, in Rumänien, vermutlich in Polen. Der Zufall bringt mich auf diese Fährte. Ich habe einen jüngeren Freund, der aus der ehemaligen Sowjetunion hierher ausgesiedelt wurde. In seiner Zeit beim sowjetischen Militär war er in einer Kaserne in der Ukraine stationiert. Vor 5 Jahren etwa wurde dann im Fernsehen genau diese Kaserne als aktuelles Gefängnis der USA in der Ukraine gezeigt. Der Umgang mit Putin in westlichen Medien ist eine einzige Provokation. Natürlich kann man sich und darf man sich für Russland einen lupenreinen Demokraten und Verfechter der Menschenrechte wünschen. Ich könnte mir auch eine angenehmere Person vorstellen. Aber tun wir das bei anderen Völkern auch? Wie sind wir mit Frau Thatcher umgegangen, die die Menschenrechte der weniger begüterten Briten missachtet und zum Beispiel Arbeitnehmervertretungen systematisch geschwächt hat? Wie gehen wir mit den Saudis und anderen Scheichtümern um? Haben wir gegen George W. Bush Sanktionen ergriffen, als dieser die Weltöffentlichkeit wegen seiner Absicht zur militärischen Intervention im Irak systematisch belogen hat? Was haben wir gegen die USA unternommen, als sie 1973 in Chile gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten putschen ließ und das Land mit neoliberalen Experimenten der Chicagoer Schule überziehen ließ? Wird bei uns ausreichend gewürdigt, wie schwierig es ist, ein Land wie Russland zu regieren? Im Falle der USA tolerieren wir den dort üblichen Mord und Totschlag. Im Falle Russlands wird jeder Missgriff, wie zum Beispiel der Verbrauch von viel zu viel Geld bei der Olympiade in Sotschi, zu einem großen systematischen Makel hochgespielt. Jede Schwäche wird zur Grundsatzauseinandersetzung genutzt. Was der Westen denkt, ist Putin inzwischen egal. Dieses Fazit eines Moskauer Beobachters ist einleuchtend. Es ist deutlich erkennbar, dass der Wiederaufbau des Feindbildes Russlands auch der Selbstbespiegelung des Westens und vor allem der Europäischen Union dient. Europa und die europäische Einigung sind ein wirklicher Fortschritt. Aber die EU in ihrer jetzigen Ausrichtung ist alles andere als ein Fortschritt. Sie macht eine Erweiterung nach der anderen und hat auch den Ukrainern vorgegaukelt, dass der Eintritt in die Europäische Union ihnen das Himmelreich bringt. Tatsächlich geht es in weiten Teilen der Europäischen Union miserabel zu. Darauf haben wir schon verwiesen. Die Hälfte der Jugendlichen Griechenlands und Spaniens ist arbeitslos. Die Volkswirtschaften von früher oder neu hinzugekommene Länder wie Slowenien, Rumänien, Kroatien, Portugal, Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich stagnieren. Auch bei uns existiert das blühende Land vor allem in den Köpfen und in den Schlagzeilen der Medien und den Exportbilanzen. Ansonsten? Die Infrastruktur ist marode, weite Regionen von Mecklenburg-Vorpommern bis zum nördlichen Ruhrgebiet sind in der Krise. In dieser Situation hat die Aggression gegenüber den Russen eine wichtige propagandistische Funktion.
Wir erscheinen als besser, als wir sind. Die Massenmedien in Deutschland erweisen sich in der jetzigen Krise mit wenigen Ausnahmen als undemokratisch, als von Kampagnen, von Einseitigkeit, von Agitation und Dummheit geprägt. Beginnen wir mit ein paar Ausnahmen. Die schon erwähnte Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk von gestern oder ein Beitrag von gestern bei Spiegel Online, immerhin dort eine rühmliche Ausnahme, und einige Medienprodukte, auf die wir in den Hinweisen von gestern und heute schon hingewiesen haben. Ansonsten voller Häme, absolut geschichtslos und den Konflikt anheizend. So die aktuelle Meldung bei Spiegel Online, während ich schreibe. Zitat: Obama in der Krim-Krise, der Rückzugspräsident, oder bei Spiegel TV zum Beispiel so: der Held vom Maidan. Dazu passt ein Schweizer Produkt, ein Video über die Abläufe in Kiew aus einer anderen Sicht auf die Massenmedien Deutschlands und der Schweiz. Natürlich enthält auch dieses Video Propaganda von der anderen Seite, und die Macher des Videos sind mit Vorsicht zu genießen. Als Kontrast zu den Berichten in den deutschen Medien kann man sich dieses Video dennoch einmal anschauen. Einige gewichtige Medien und mit ihnen handelnde Politiker sind auch im Detail willfährig und in Kampagnen eingepasst. So war es offenbar zur Beweihräucherung der westlichen Politik im Umgang mit der Ukraine wichtig, die von Steinmeier und seinen französischen und polnischen Kollegen erzielte Vereinbarung als Erfolg zu feiern und jedenfalls das Scheitern nicht den Aufständigen des Maidan zuzuschreiben. Also wurde die Vereinbarung im Gespräch zwischen der ZDF-Chefin des Berliner Büros Schausten mit dem deutschen Außenminister Steinmeier als Erfolg bezeichnet und gleichzeitig das Scheitern dem desertierten Präsidenten zugeschrieben. Dass die auf dem Maidan Versammelten die Zustimmung zu der Vereinbarung verweigerten und damit auch der Aufenthalt des Präsidenten in der Stadt nicht mehr gefahrlos möglich war, wird verschwiegen. Das gleiche offenbar abgesprochene Argumentationsmuster wurde dann von Seiten des SPD-Außenpolitikers und Fraktionsvize Rolf Mützenich in der erwähnten Sendung Kontrovers des Deutschlandfunks eingeführt. Das sind unbedeutend erscheinende Details, sie zeigen aber, wie systematisch und einseitig Meinung gemacht wird. Die politische Konstellation im Westen stimmt nicht gerade optimistisch, wenn man an die eingangs erwähnte große Aufgabe denkt, die wiederbelebte Konfrontation abzubauen und Russland in Europa einzubeziehen. Man sollte darüber nachdenken und versuchen, die Konstellation zu verbessern. Deshalb mache ich auf einige kritische Entwicklungen aufmerksam. Die SPD hat ihre mit Willy Brandt verbundene Tradition als Partei der Entspannung und des Sich-Vertragens zumindest ramponiert. Das zeigt der erwähnte Mützenich, wie auch das Verhalten und vor allem das Auftreten von Steinmeier. Jetzt gibt es Signale, man müsse mit den Russen reden. Ob diese Einsicht reicht, um an den früheren Konzeptionen und Erfolgen anzuknüpfen, ist fraglich. Die Grünen sind vermutlich die größte Enttäuschung. Sie haben Wurzeln in der Friedensbewegung und kümmern sich heute einen Dreck darum. Joschka Fischer hatte sich schon mit der amerikanischen Außenministerin Albright verbündet, Özdemir, Göring-Eckardt, Marie-Louise Beck bestimmen die antirussische Linie. Wenn man bedenkt, dass diese Partei ihre politische Stiftung nach Heinrich Böll benennt, dann kann man schon daran merken, welch ein Wandel sich dort vollzogen hat. Nebenbei, es ist höchste Zeit, dass die Familie Böll diesen Verrat an dem großen Heinrich Böll beendet. Wir haben einen Bundespräsidenten, der in diesen entscheidenden Fragen von Krieg und Frieden familiär vorbelastet ist. Bei ihm muss man den Eindruck gewinnen, dass er mit den Russen wegen der Internierung seines Vaters noch eine Rechnung offen hat und wir als Volk sozusagen die Geisel seiner persönlichen Problematik geworden sind. In Brüssel agiert ein NATO-Generalsekretär, der Däne Rasmussen, als neuer Forscher Kriegsheld. Offenbar ist er überhaupt nicht mehr mit einem Sinn für friedliche Lösungen ausgestattet. Statt zu schweigen, heizt er die Stimmung an. Die jetzige EU-Führung betrachtet die ideologische Wiederaufrüstung als ihre Mission. Das ständige Einklagen von Reformen bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten deutet auf die ideologische Basis hin. Da geht es um Privatisierung, Deregulierung, Staatsferne. Das ist ein ideologischer Ballast, mit dem man nur sehr schwer zu einer Abrüstung der geistigen Konfrontation schreiten kann. Die Europäische Union ist durch ihr Verhalten auch leider so sehr Partei geworden, dass sie bei der notwendigen Versöhnung keine große Rolle spielen können wird.
Und dennoch, die Gefahr eines Krieges ist, anders als Egon Bahr das sieht, groß. Und dieser Krieg wäre so fürchterlich, dass sich jede Anstrengung dagegen zu intervenieren lohnt. Das ist die kurze Botschaft eines langen Textes. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Weh dem, der lügt. Von Jens Berger. John Kerry und sein State Department holen zum großen PR-Schlag aus. In einer 10-Punkte-Liste bezichtigen sie den russischen Präsidenten der Lüge. Das Problem? Kerry und sein Ministerium lügen selbst, dass sich die Balken biegen. Während Putin auf der Krim Fakten schafft, versucht die PR-Abteilung der US-Regierung in den Köpfen der Menschen Fakten zu zementieren, die keine sind. Die FAZ veröffentlichte in ihrer Online-Ausgabe eine Liste des State Department, die redaktionell mit der Überschrift »Die Liste der Lügen« versehen wurde. Doch wer lügt hier und wer spricht die Wahrheit? Drittens. Putin. Es ist der russischen Opposition nicht gelungen, das Übereinkommen mit Präsident Janukowitsch vom 21. Februar umzusetzen. State Department. Das Abkommen sah vor, dass die Verfassung von 2004 wiederhergestellt werden und das Parlament seine früheren Kompetenzen wiedererlangen sollte. Statt zu unterzeichnen, ist Janukowitsch geflohen, wobei er Beweise weitreichender Korruption hinterließ. Hier tischt das State Department der Weltöffentlichkeit eine dreiste Lüge auf. Wie beispielsweise auf einem Nachrichtenbeitrag von NTV zu sehen ist, unterzeichnete Janukowitsch sehr wohl das Abkommen, dessen Inhalt auch auf den Seiten des Auswärtigen Amts abrufbar ist. Neben Janukowitsch unterzeichneten auch im Namen der Opposition Vitali Klitschko, UDAR, Oleg Tschernybok, Svoboda und Arseniy Jatsenyuk, Vaterland. Bezeugt wurde die Unterzeichnung durch die Außenminister Polens, Deutschlands und Frankreichs. Das Abkommen sieht unter Punkt 5 vor, dass beide Seiten ernsthaft dafür Sorge tragen, besetzte Straßen, Parks und Plätze freizumachen und sich von öffentlichen Gebäuden zurückzuziehen. Am Tag darauf distanzierten sich die drei oppositionellen Unterzeichnerparteien bereits von diesem Punkt, indem sie in einem Statement bekannt gaben, Zitat, die Forderung der Regierung, den Maidan zu räumen, nicht zu akzeptieren. Zitat Ende. Wer das Abkommen nicht unterschrieben hat, war übrigens die militant rechtsextreme Partei Rechter Sektor, die bereits am Tag der Unterzeichnung ankündigte, ihren gewaltsamen Protest fortzusetzen. Und warum ist Janukowitsch geflohen? Der neue Innenminister ließ sämtliche Wachen und Polizeikräfte abziehen, die seine Residenz bewachten. Hätte er dort ausharren sollen und die gewaltbereiten Demonstranten des rechten Sektors mit offenen Armen empfangen sollen? Die Lüge, dass Janukowitsch angeblich das Übereinkommen nicht unterschrieben hätte, wird übrigens auch von John Kerry höchstpersönlich kolportiert. Zitat: He broke his obligation to sign that agreement and he fled into the night with his possessions destroying papers behind him. Zitat Ende. Viertens. Putin. Die neue ukrainische Regierung ist illegitim, Janukowitsch bleibt der rechtmäßige Präsident. State Department. Putin selbst hat Janukowitsch als Mann ohne politische Zukunft bezeichnet. Janukowitschs Partei der Regionen unterstützte nach seiner Flucht die neue ukrainische Regierung. Das gewählte Parlament wählte die neue Regierung mit 82% der Abgeordneten. In der Parlamentswahl am 25. Mai können alle Ukrainer über die Zukunft des Landes mitbestimmen. Auch hier bedient sich das State Department einer ziemlich dreisten Lüge. Die Partei der Regionen unterstützte keinesfalls die Übergangsregierung, sondern ging in die Opposition. Die nötigen Stimmen holte sich die vorherige Opposition vielmehr von 118 fraktionslosen Abgeordneten, davon 74 Abgeordnete, die in den Chaostagen aus der Partei der Regionen ausgetreten sind. Richtig ist, dass Janukowitsch tags drauf mit einer Mehrheit von der Rada abgesetzt wurde. Auch in diesem Punkt haben die Oppositionsparteien jedoch das von ihnen unterzeichnete Abkommen verletzt. Sechstens. Putin. Ethnische Russen werden bedroht. State Department. Jenseits der russischen Medien gibt es keine glaubwürdigen Berichte über Drohungen gegen Russen.
Das Sprachengesetz wurde nicht unterzeichnet. Ethnische Russen und Russischsprachige haben Petitionen verfasst, wonach ihre Gemeinden nicht bedroht wurden. Seit der Machtübernahme ist es in Kiew ruhig. Es gibt keine höhere Verbrechensrate, keine Plünderungen und keine Vergeltungsaktionen gegen politische Gegner. Und schon wieder eine dreiste Lüge. Das Sprachengesetz wurde selbstverständlich am 23. Februar von der Rada verabschiedet. Was für Verwirrungen sorgt, ist jedoch, dass Übergangsregierungschef Jazenjuk nach heftigen Protesten der EU und einer Intervention von EU-Kommissionspräsident Barroso ankündigte, Zitat, das Sprachengesetz nicht zu verabschieden. Zitat Ende. Ob das Gesetz nun in Kraft ist oder nicht, fest steht, dass es am 23. Februar von der Rada verabschiedet wurde. Fällt den amerikanischen und deutschen Medien, die diese Lügen weiterverbreiten, eigentlich gar nicht auf, dass sie sich hiermit selbst zu Verbreitern von Propaganda machen? Nachdenkseiten. Die kritische Website. Kriegsgefahr? Jedenfalls haben wir den Aufbau der neuen Konfrontation West-Ost verschlafen. Friedensbewegung, wo bist du geblieben? Von Albrecht Müller. Seit meinem Beitrag vom 4. März über die Notwendigkeit, von der Konfrontation zur europäischen Friedensordnung zu kommen, habe ich die öffentliche Debatte beobachtet und mit vielen Menschen, die mir nahestehen, gesprochen. Darunter gab es erstaunlich viele, die meine und anderer Menschen Sorgen und Ängste nicht nachvollziehen können. Sie sind an Militäreinsätze gewöhnt. Sie haben zum Beispiel den Aufbau des Raketenschilds der USA in Polen als nicht besonders aufregend akzeptiert und regen sich deshalb auch nicht über die Verlegung einer Flugzeugstaffel der USA nach Polen auf. So wie die meisten von uns das Heranrücken der NATO an die Grenzen Russlands mit einem müden Lächeln quittierten. Und auch die systematische Pflege eines neuen Feindbilds, die Russen, festgemacht an der Person Putin, hat die Reste der Friedensbewegung, so es solche gibt, nicht auf den Plan gerufen. Die Kriegsgefahr und die existenzdrohenden Seiten eines Krieges sieht die Mehrheit wohl nicht. Die Gefahr und die Gefährlichkeit eines Krieges? Im Beitrag vom 4. März hatte ich einen Unterschied zur Auffassung Egon Bahrs festgestellt. Der Schreiber eines Leserbriefes fand meine Formulierung zu kritisch. Dazu merke ich an, dass Bahrs Wirken und Reden in der jetzigen Situation noch Gold wert ist im Vergleich zu den meisten anderen Einlassungen. Es ging mir doch nur um die Frage, ob wir dem Treiben zum Wiederaufbau einer Konfrontation gelassen zusehen können. Ich kann es nicht und möchte noch einmal und erweitert begründen, warum Sorgen um die Bewahrung des Friedens angebracht sind und warum es höchst angebracht ist, dass die Reste der alten Friedensbewegung zusammen mit einer neuen aufwachen. 13 Beobachtungen, die nahelegen, Gefahren für einen heißen Krieg zu sehen. Erstens. Wir haben gelernt, dass Kriege geführt werden können, dass sie als Fortsetzung der Außenpolitik mit anderen Mitteln betrachtet werden. Noch vor 25 Jahren war das unvorstellbar. Die Bundeswehr hatte einen Verteidigungsauftrag. Außerhalb des NATO-Bereichs hatte sie und auch die NATO nichts zu suchen. Inzwischen soll Militär auch der Sicherung der Seewege und der wirtschaftlichen Interessen dienen und selbstverständlich wird ihm eine Mission für Frieden und Menschenrechte angedichtet. Beim Kosovo-Krieg haben wir diese Sicht der Dinge eingeübt und dann später in Afghanistan. Zweitens. Kriege dienen deutlich sichtbar der innenpolitischen Stabilisierung der Machthaber. So zu beobachten bei dem Falklandfeldzug von Premierministerin Thatcher, beim Libyenfeldzug der Briten und Franzosen, beim Ersten und Zweiten Irakkrieg der Amerikaner. Auch Putins Härte in der jetzigen Auseinandersetzung wird teilweise von innenpolitischen Stabilisierungserwägungen bestimmt. Drittens. Kriege erscheinen vergleichsweise harmlos. Sie sind bisher in der Regel weit weg gewesen. Unsere Kinder und wir selbst haben die Gewalt mit zunehmender Kommerzialisierung der elektronischen Medien und der elektronischen Spiele eingeübt, auch mit elektronischen Waffen. Viertens. Auf beiden Seiten gibt es Hardliner, die keine friedlichen Absichten haben. Im Westen, vor allem in den USA, sind religiös bestimmte Kräfte stark.
Für sie steht ihre Auseinandersetzung mit dem sozialistischen Antichrist immer noch auf der Tagesordnung, auch wenn Russland nicht mehr von sozialistischen Ideologien und Gedanken geprägt ist. Das macht nichts. Das alte Feindbild passt. Auch in Russland gibt es jene, die von der Wiederherstellung der Sowjetunion träumen. Fünftens. Solche Kräfte sind fähig, der Eigendynamik eines Konfliktaufbaus Futter zu bieten. Durch Intervention, durch selbstorganisierte oder finanzierte Kommandoaktionen, durch Propaganda und Destabilisierung. Sechstens. Es gibt im heutigen Westen viel zu viele einzelne Personen, Gruppen und Völker, die Rechnungen mit den Russen offen haben. Genauer müsste man sagen, die meinen Rechnungen mit den Russen offen zu haben. Das gilt bei uns für einen Teil der sogenannten Bürgerrechtsbewegung und viele andere in der ehemaligen DDR. Namentlich ist in diesem Zusammenhang Bundespräsident Gauck zu nennen, aber auch Werner Schulz von den Grünen. Sie reden für das Gute, für die Freiheit, für den Kampf für Menschenrechte in den ehemaligen Ostblockstaaten. Und je lauter sie reden, umso schweigsamer werden eben jene Bürgerrechtler, die zugleich Teil der Friedensbewegung waren. Konkret und beispielhaft? Werner Schulz übertönt Friedrich Schorlemmer und alle anderen, die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden wollten und erfolgreich umgeschmiedet haben. Siebtens. Russland ist umgeben von Staaten, deren Führungspersonal meist auch noch meint, Rechnungen mit Russland offen zu haben. Das gilt für die baltischen Staaten, für Polen, für Tschechien, für Georgien und für Teile der Ukraine. In den meisten Staaten gibt es radikale Kräfte und in den meisten dieser Staaten leben Russischstämmige mit der Mehrheit zusammen. Aus diesem Zusammenleben folgen mit weitergehender Konfrontation handfeste Konfliktmöglichkeiten. Und diese Konfliktmöglichkeiten sind gepaart mit der Ausdehnung der NATO und damit mit der Gefahr, dass Bündnisfälle eintreten, wir NATO-Partner also aufgerufen sind, bei solchen Konflikten Beistand zu leisten. Allein dies ist eine bemerkenswerte Veränderung zum Schlechteren. Achtens. Jene Kräfte im Westen, die die Rohstoffe anderer Länder und auch das Eigentum von Unternehmen und die Infrastruktur in anderen Ländern, konkret in der Ukraine oder in Russland, ausbeuten wollen, sind mächtig. Sie bestimmen die politische Willensbildung und die Entscheidungen weit über ihr in einer Demokratie angemessenes Maß hinaus. Neuntens. Die Medien sind über weite Strecken eingespannt in den Aufbau der Konfrontation. Das gab es in den 40er und 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts auch. Dann aber folgte eine Periode beachtlicher Abrüstung der Sprache, des Tons und der Inhalte in den meisten Medien. Das ist vorbei. Zehntens. Auch eigentlich kritisch denkende Medienschaffende und vor allem Teile des kritischen Bürgertums sind als Mahner vor der Eskalation und vor kriegerischen Handlungen ausgeschieden. Bei meinen Gesprächen in diesen Kreisen muss ich feststellen, dass die Anti-Putin-Agitation und der Hinweis auf die Verletzung der Menschenrechte im Osten ziehen. Dies kombiniert mit einer Verklärung der Verhältnisse im Westen macht auch diese eigentlich kritischen Kreise anfällig für die Unterscheidung hier der gute Westen, dort der Osten und die Russen. Elftens. Die Generation der heute 30- bis 50-Jährigen ist beachtlich entpolitisiert und der allgemeinen üblichen Propaganda erlegen. Die Träger der früheren Friedensbewegung und der Studentenbewegung haben es nicht geschafft, ihre Aufmerksamkeit und ihre Wachsamkeit und ihren kritischen Verstand und ihr Interesse am Allgemeinwohl und vor allem am Frieden an die nächste Generation weiterzuvermitteln. Damit will ich keineswegs sagen, dass diese mittlere Generation nicht am Frieden und nicht am Gemeinwohl und an Mitmenschlichkeit interessiert sei, im Gegenteil. Aber es fehlt das Bewusstsein für die Gefährdung dieser wunderbaren Welt. Zwölftens. Je schlimmer die inneren Verhältnisse im Westen sind, umso attraktiver ist der Aufbau des Feindbildes des Bösen im Osten. Dreizehntens. Die Wühlarbeit zur Destabilisierung von Staaten im Umfeld Russlands kann heute auf vielfältige Weise organisiert und von professionellen PR-Strategien begleitet werden. An der Destabilisierung wird Geld verdient. Die PR-Strategen sind politisch einflussreich. Man kann diese Veränderungen für harmlos halten. Mir fällt das schwer, deshalb dieser Text. Und die Konsequenz? Wir suchen nach der neuen Friedensbewegung.
Nachdenkseiten. Die kritische Website. Gemeinsame Sicherheit, das ist der entscheidende Gedanke. Von Albrecht Müller. Die Reaktionen auf unsere Beiträge zu Krieg und Frieden und die Verwirrung in der öffentlichen Debatte machen ein paar Nachträge notwendig und sinnvoll. Als erstes ist auf die heute von Gregor Gysi gehaltene Rede aufmerksam zu machen. Im Anhang 1 geben wir sie komplett wieder. Aus Gründen der Pluralität, aber vor allem um Ihnen den direkten Vergleich zu ermöglichen, geben wir in Anlage 2 die Erklärung des SPD-Vorstands vom 10. März zum Thema wieder. Dann will ich ausdrücklich darauf verweisen, dass es noch friedenspolitische Initiativen und Gruppen in Deutschland gibt. Ihre Arbeit wollte ich mit meiner Frage, wo die Friedensbewegung geblieben ist, keinesfalls herabwürdigen. Dann wird kritisiert, wir gingen mit Putin zu freundlich um und würden die Verhältnisse in Russland verharmlosen. Das tun wir nicht. Wir sehen die Menschenrechtsverletzungen dort. Wir sehen sie allerdings auch hier. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir von der neuen Aufspaltung zwischen Ost und West nichts halten und dass die Konzeption zum Abbau der Konfrontation in Europa, die zum Erfolg von 1989 geführt hat, die neue Konfrontation zwischen West und Ost nicht vorsah. Es war Konsens bis hinein ins konservative Lager, dass wir in Europa Sicherheit in einer gemeinsamen Friedensordnung finden. Damals wichtige Kräfte haben in der Fortsetzung der Militärbündnisse keinen Sinn gesehen. Es gab sogar die Erwägung, wenn schon NATO-Fortsetzung, dann unter Einschluss von Russland. Auf jeden Fall sollte die NATO nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus ausgedehnt werden. Der damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner meinte 1990, Zitat, »Schon der Fakt, dass wir bereit sind, die NATO-Sicherheitskräfte nicht hinter den Grenzen der BRD zu stationieren, gibt der Sowjetunion feste Sicherheitsgarantien.« Zitat Ende. Die Zusagen an Russland, die NATO nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus auszudehnen, sind gebrochen worden. Auf das Sicherheitsbedürfnis Russlands ist keine Rücksicht genommen worden. Das gilt gerade und auch für den Versuch, in einem ersten Schritt die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen. Der zweite Schritt wäre die Aufnahme in die NATO. Indem die Europäische Union und die dafür Verantwortlichen genau auf diesem Wege weiter fortschreiten, zeigen sie, dass sie das Grundproblem, nämlich eine gemeinsame Sicherheit für alle in Europa einschließlich Russlands zu schaffen, nicht verstanden haben und vermutlich auch nicht verstehen wollen. Wenn man neu ansetzen wollen würde, dann müsste genau das Ziel sein. Die NATO müsste sich zurückziehen, statt militärische Kraft zu demonstrieren. Das wäre eine notwendige vertrauensbildende Maßnahme, die auch die Verhandlungen über den Fortbestand der Ukraine und eine friedliche Lösung für dieses Land erleichtern würde. Man müsste endlich das nachholen, was man in den Jahren nach 1990 versäumt und verspielt hat. Anhang 1. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Putin will die gesamte Krise in der Ukraine militärisch lösen. Er hat nicht begriffen, dass die Probleme der Menschheit weder mit Soldaten noch Gewehren zu lösen sind. Ganz im Gegenteil. Auch die Probleme Russlands lassen sich so nicht lösen. Sein Denken und Handeln ist falsch und wird von uns deutlich verurteilt. Es ist aber dasselbe Denken, das im Westen vorherrschte und vorherrscht bei Jugoslawien, Afghanistan, dem Irak und Libyen. An die Stelle der Systemkonfrontation sind die Interessengegensätze der USA und Russlands getreten. Der Kalte Krieg ist beendet, aber solche Interessengegensätze können zu ganz ähnlichen Zügen führen. Die USA wollen mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen, und Russland will mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen. Ich sage als Stichworte zu Russland nur Georgien, Syrien, Ukraine. Auch wenn man Putins Vorgehen verurteilt, muss man sehen, wie es zur gesamten Zuspitzung und Konfrontation kam. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, alles, was NATO und EU falsch machen konnten, haben sie falsch gemacht. Ich beginne bei Gorbatschow im Jahre 1990. Er schlug ein gemeinsames europäisches Haus, die Auflösung der NATO und des Warschauer Vertrages und ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit mit Russland vor. Das hat die NATO ausgeschlagen. Sie hat gesagt, den Warschauer Vertrag aufzulösen ist okay, aber die NATO bleibt. Und aus dem Verteidigungsbündnis NATO wurde ein Interventionsbündnis gemacht. Der zweite Fehler?
Bei der Herstellung der deutschen Einheit erklärten der amerikanische Außenminister, unser damaliger Außenminister Genscher und andere Außenminister gegenüber Gorbatschow, dass es keine Osterweiterung der NATO geben wird. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es gab eine vehemente Ausweitung der NATO in Richtung Russland. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates bezeichnete die eilfertige Aufnahme der osteuropäischen Staaten in die NATO als schweren Fehler und den Versuch des Westens, die Ukraine in die NATO einzuladen, als schwere Provokation. Nicht ich, sondern der ehemalige US-amerikanische Verteidigungsminister hat das erklärt. Dann kam drittens der Beschluss, Raketen in Polen und Tschechien zu stationieren. Die russische Regierung sagte, das tangiert unsere Sicherheitsinteressen, wir möchten das nicht. Das hat den Westen überhaupt nicht interessiert, es wurde dennoch gemacht. Zudem hat die NATO im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg das Völkerrecht mehrfach und schwer verletzt. Das räumt inzwischen auch der damalige Kanzler Schröder ein. Serbien hatte keinen anderen Staat angegriffen und es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Es wurde dennoch mit erstmals bundesdeutscher Beteiligung nach 1945 bombardiert. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des Kosovo durften in ihrem Volksentscheid die Loslösung von Serbien beschließen. Ich habe damals die Völkerrechtsverletzung schwer kritisiert und ihnen gesagt, sie öffnen beim Kosovo eine Büchse der Pandora, denn wenn das im Kosovo erlaubt ist, müssen sie es auch in anderen Gegenden erlauben. Sie haben mich beschimpft. Sie haben mich nicht ernst genommen, und zwar, weil sie glaubten, solche Sieger im Kalten Krieg zu sein, dass alle alten Maßstäbe für sie nicht mehr gelten. Ich sage ihnen, die Basken fragen, warum sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Die Katalanen fragen, warum sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Natürlich fragen das nun auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Krim. Durch Völkerrechtsverletzung kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen, das wissen Sie. Ich bleibe aber der Meinung, dass die Abtrennung der Krim völkerrechtswidrig wäre, genau wie die Abtrennung des Kosovo völkerrechtswidrig war. Ich wusste aber, dass sich Putin auf den Kosovo berufen wird, und er hat es auch getan. Jetzt sagen Sie, Frau Bundeskanzlerin, die Situation ist doch eine völlig andere. Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen ruft dazwischen, das ist sie auch. Gregor Gysi, das kann schon sein. Sie verkennen aber, Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch. Meine liebe Frau Roth, fragen Sie doch einmal einen Richter, ob ein Diebstahl aus edlerem Motiv im Vergleich zu einem Diebstahl aus unedlerem Motiv kein Diebstahl ist. Er wird Ihnen sagen, es bleibt ein Diebstahl. Das ist das Problem. Herr Struck hat damals erklärt, die Bundesrepublik muss ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen. Nun erklärt Herr Putin, Russland muss seine Sicherheit auf der Krim verteidigen. Deutschland hatte am Hindukusch übrigens keine Flotte und war auch wesentlich weiter entfernt. Trotzdem sage ich, beide Sätze waren bzw. sind falsch. Aber es bleibt auch Folgendes. Wenn viele Völkerrechtsverletzer dem Völkerrechtsverletzer Russland vorwerfen, das Völkerrecht zu verletzen, ist das nicht besonders wirksam und glaubwürdig. Das ist die Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Obama sprach genauso wie Sie, Frau Bundeskanzlerin, von der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten. Aber diese beiden Prinzipien wurden in Serbien, im Irak, in Libyen verletzt. Der Westen meinte, das Völkerrecht verletzen zu können, weil der Kalte Krieg vorbei sei. Man hat die chinesischen und die russischen Interessen grob unterschätzt. Sie haben Russland unter Jelzin, der häufig angetrunken war, überhaupt nicht mehr ernst genommen. Aber die Situation hat sich geändert. Sehr spät berufen Sie sich jetzt wieder auf die im Kalten Krieg entstandenen völkerrechtlichen Grundsätze. Ich bin sehr dafür, dass sie wieder gelten, aber dann für alle. Anders geht es nicht. Dann gab es das Gezerre zwischen der EU und Russland an der Ukraine. Beide dachten und handelten gleich. Barroso, der Kommissionschef der EU, hat gesagt, entweder Zollunion mit Russland oder Verträge mit uns. Er hat nicht gesagt beides, sondern entweder oder. Putin hat gesagt, entweder Verträge mit der EU oder mit uns. Beide haben gleichermaßen alternativ gedacht und gehandelt. Das war ein verheerender Fehler von beiden Seiten. Kein einziger EU-Außenminister hat versucht, mit der russischen Regierung zu sprechen und die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Zwischenruf Dr. Rolf Mützenich, SPD. Das stimmt doch gar nicht.
Weiterer Zwischenruf von Bündnis 90 Die Grünen: Stimmt doch gar nicht. Weiter Gregor Gysi: Russland fürchtet doch, dass nach engeren Beziehungen mit der EU die NATO in die Ukraine kommt. Es fühlt sich immer eingekreister. Aber es wurde nur an der Ukraine gezerrt. Die EU- und NATO-Außenminister haben die Geschichte Russlands und der Ukraine völlig unberücksichtigt gelassen. Sie haben die Bedeutung der Krim für Russland nie verstanden. Die ukrainische Gesellschaft ist tief gespalten. Zuruf des Abgeordneten Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grünen. Weiter Gregor Gysi: Auch das wurde nicht berücksichtigt. Diese tiefe Spaltung zeigte sich schon im Zweiten Weltkrieg und sie zeigt sich auch heute. Die Ostukraine tendiert in Richtung Russland, die Westukraine tendiert in Richtung Westeuropa. Es gibt derzeit keine einzige politische Persönlichkeit in der Ukraine, die beide Teile der Gesellschaft repräsentieren könnte. Das ist eine traurige Wahrheit. Dann gibt es noch den Europarat und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Die haben Sie in letzter Zeit schwer vernachlässigt, Frau Bundeskanzlerin und Herr Außenminister. Die Gelder für diese Organisation wurden immer mehr zusammengestrichen, weil Sie meinten, dass sie nicht wichtig sind. Das sind aber die einzigen europäischen Organisationen, in denen sowohl Russland als auch die Ukraine organisiert sind. Deshalb müssen wir diese Organisationen wieder stärken, auch finanziell, und dürfen nicht über einen Ausschluss Russlands faseln. Das ist völlig daneben. Dann erlebten wir eine starke Zuspitzung auf dem Maidan. Wir erlebten Scharfschützen und viele Tote. Es gibt verschiedene Gerüchte. In solchen Situationen wird viel gelogen. Deshalb schlagen wir vor, eine internationale Untersuchungskommission einzusetzen. Wir, aber vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer, haben ein Recht zu erfahren, was dort gelaufen ist und wer dort welche Verantwortung trägt. Ich freue mich, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, das unterstützen. Auf dem Maidan gab es viele demokratische Kräfte, aber auch Faschisten. Der Westen machte direkt und indirekt mit. Claudia Roth, Bündnis 90 Die Grünen: Was, bei den Faschisten? Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen: Bei den Faschisten oder was? Weiter Gregor Gysi: Dann haben Außenminister Steinmeier, der französische, und der polnische Außenminister mit Janukowitsch und der Opposition einen Vertrag geschlossen. Jetzt sagen Sie, Herr Außenminister, Janukowitsch habe die Vereinbarung durch seine Flucht hinfällig gemacht. Das ist falsch. Die Menschen auf dem Maidan lehnten die Vereinbarung mit großer Mehrheit ab. Zwischenruf Manuel Sarrazin, Bündnis 90 Die Grünen: Es gab keine Abstimmung auf dem Maidan. Weiter Gregor Gysi: Und Sie, Herr Außenminister, haben auf dem Platz auch nicht für diese Vereinbarung geworben. Erst nach der Ablehnung verließ Janukowitsch Kiew. Dann tagte das Parlament und wählte ihn mit 72,88% ab. Die Verfassung schreibt aber 75% vor. Nun sagen Herr Röttgen und andere: Naja, bei einer Revolution kann man nicht so genau auf die Verfassung achten. Ein paar Prozentchen mehr oder weniger. Das kann man ja alles machen. Nur Putin beruft sich darauf und sagt, es gibt nicht die verfassungsmäßige Mehrheit für die Abwahl. Zwischenruf von Manuel Sarrazin, Bündnis 90 Die Grünen: Über 80%, Herr Gysi. Weiter Herr Gysi: Und stützt dich deshalb auf Schreiben, die Janukowitsch ihm sendet. Außerdem: Bei der Abstimmung im Parlament standen lauter Bewaffnete herum. Das ist nicht besonders demokratisch. Bei der Volksabstimmung auf der Krim am kommenden Sonntag stehen auch lauter bewaffnete Soldaten herum. Auch das ist nicht besonders demokratisch. Zwischenruf Norbert Spinnrad, SPD: Aha! Weiter Gregor Gysi: Interessant ist, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen, ein solcher Volksentscheid sei nach der ukrainischen Verfassung verboten. Wann gilt sie denn nun und wann gilt sie nicht? Bei der Abwahl des Präsidenten gilt sie nicht und bei der Abstimmung auf der Krim soll sie plötzlich gelten. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung ganz oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen genehm ist? Das ist die Art, die ich kenne und die ich nicht mag. Dann wurde eine neue Regierung gebildet, sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel: Der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei.
Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Noch nie haben Faschisten freiwillig die Macht wieder abgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Zuruf von der CDU/CSU: Wie Kommunisten. Weiter Gregor Gysi: Zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Haiders FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und ähnliches. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts? Svoboda hatte enge Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt, Sie müssen sich anhören, was er wörtlich gesagt hat. Zitat: Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole, dieser Mann hat gesagt, Zitat: Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke und gegen all das sagen Sie nichts? Mit diesen Svoboda-Leuten reden Sie? Ich empfinde das als einen Skandal, ich muss Ihnen das ganz klar sagen. Jetzt wollen Sie, auch das haben Sie angekündigt, Sanktionen verhängen, wenn es nicht anders ginge, wie Sie sagen. Aber die werden Putin nicht imponieren. Das spitzt doch die Situation nur zu. Kissinger, der ehemalige Außenminister der USA, hat recht. Er sagt, die Sanktionen seien nicht Ausdruck einer Strategie, sondern Ausdruck des Fehlens einer Strategie. Das gilt auch für die eskalierenden Militärflüge über Polen und die baltischen Republiken. Was soll das? Konten von Janukowitsch und seinen Anhängern sind gesperrt, weil es gestohlenes Staatsgeld ist. Meine Frage, das wussten Sie vorher nicht? Zweite Frage, warum eigentlich nur deren Konten? Was ist mit dem Milliardenvermögen der Oligarchen, die andere Kräfte unterstützen? Warum machen Sie da nichts? Wie einseitig läuft das eigentlich alles? Es gibt nur den Weg der Demokratie. Erstens, der Westen muss die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen, wie das übrigens auch US-Außenminister Kerry erkannt hat. Es muss ein Status für die Krim gefunden werden, mit dem die Ukraine, Russland und wir leben können. Russland muss garantiert werden, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Zweitens, die Perspektive der Ukraine liegt in einer Brückenfunktion zwischen EU und Russland. Drittens, es muss in der Ukraine ein Prozess der Verständigung und Versöhnung zwischen Ost und West eingeleitet werden, vielleicht über einen föderalen oder konföderalen Status, vielleicht auch über zwei Präsidenten. Was ich der EU und der NATO vorwerfe, bis heute ist kein Verhältnis zu Russland gesucht und gefunden worden. Das muss sich jetzt gründlich ändern. Sicherheit in Europa gibt es weder ohne noch gegen Russland, sondern nur mit Russland. Wenn die Krise eines Tages überwunden ist, könnte ein Vorteil darin bestehen, dass das Völkerrecht endlich wieder von allen Seiten respektiert wird. Dankeschön. Anlage 2. Berlin, 10. März 2014. 069/14. Mitteilung für die Presse. Erklärung des SPD-Parteivorstands zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. In seiner heutigen Sitzung hat der SPD-Parteivorstand folgende Erklärung verabschiedet. Erstens. Die jüngsten dramatischen Entwicklungen auf der ukrainischen Halbinsel Krim haben zur schwersten Krise in Europa seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes geführt. 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und der Überwindung der Blockkonfrontation ist die Gefahr einer erneuten Spaltung Europas real. Europa steht gefährlich nahe an der Schwelle zu einer militärischen Auseinandersetzung. Wer diesen Konflikt weiter schürt, gefährdet den Frieden in Europa und riskiert eine Krise, deren Folgen weit über Europa hinausreichen würden. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs muss gelten, militärische Gewalt darf nie wieder Mittel der Politik werden. Wir appellieren deshalb an alle Konfliktparteien, alles für eine Beruhigung der Lage zu tun und jede weitere Eskalation zu vermeiden. Als dem Frieden verpflichtete Partei hat die SPD stets in ihrer Außenpolitik auf die Prinzipien der Entspannung, des Dialogs und der Zusammenarbeit gesetzt, um Konfrontationen zu entschärfen und Wege für eine friedliche Konfliktlösung zu öffnen. Unsere Überzeugung ist, diese Prinzipien einer Friedens- und Entspannungspolitik müssen auch Wegweiser für die notwendigen Schritte hin zu einer Lösung des aktuellen Konflikts in der Ukraine sein. Zweitens.
Das russische Vorgehen in Bezug auf die Krim ist inakzeptabel und mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Jede direkte oder indirekte Unterstützung extremistischer oder separatistischer Kräfte in der Region gefährdet die Sicherheit und Stabilität auf der Krim und in anderen Landesteilen der Ukraine und muss unterbleiben. Die militärischen Drohgebärden müssen ein Ende haben. Das staatliche Gewaltmonopol der Ukraine muss wiederhergestellt werden. Russland ist aufgefordert, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren und alles zu unterlassen, was Abspaltungstendenzen auf der Krim befördert. Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine kann auch nicht per Referendum ausgehebelt werden. Wir rufen die russische Führung auf, das internationale Völkerrecht und die bestehenden internationalen Abkommen und bilateralen Verträge zwischen Russland und der Ukraine zu achten. Die zusätzlich in die Region entsandten russischen Truppen müssen zurückgezogen werden. Wir appellieren an die russische Führung, in direkte Gespräche mit der legitimen, aus der Mitte des ukrainischen Parlaments hervorgegangenen Regierung der Ukraine einzuwilligen. Drittens. Am 21.02.2014 haben die Außenminister des Weimarer Dreiecks in einem schwierigen Verhandlungsprozess eine Vereinbarung zwischen der damaligen ukrainischen Führung und der Opposition vermittelt, mit der es gelungen ist, die Eskalation der Gewalt zu stoppen und weiteres Blutvergießen zu verhindern. Die in dieser Vereinbarung verankerten Prinzipien bleiben auch nach der Flucht von Janukowitsch die entscheidende Richtschnur zur Lösung der schweren innenpolitischen Krise in der Ukraine. Die neue ukrainische Führung muss sich an diesen Prinzipien orientieren. Es gilt, eine inklusive Regierung zu bilden. Die Rechte nationaler Minderheiten müssen geachtet und aktiv geschützt werden. Militanter Antisemitismus und Rechtsextremismus dürfen in der neuen ukrainischen Ordnung keinen Platz haben. Eine neue Verfassung, die die Rechte der jeweiligen Opposition wahrt, muss erarbeitet und freie und faire Präsidentschaftswahlen müssen vorbereitet werden. Radikale Kräfte müssen mit rechtsstaatlichen Mitteln eingedämmt werden zum Schutz von Menschen- und Bürgerrechten sowie der Demokratie in der Ukraine. Die Ereignisse auf dem Maidan im Februar 2014, die zu mehr als 80 Toten und vielen hundert Verletzten geführt haben, müssen aufgearbeitet, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Viertens. Angesichts der unübersichtlichen Situation auf der Krim muss es jetzt zunächst darum gehen, durch Beobachter, die von allen Seiten als legitim anerkannt werden, eine objektive Einschätzung der Lage in der Region zu gewinnen, auch um zu verhindern, dass die Situation durch gezielte Desinformation weiter destabilisiert wird. Wir unterstützen deshalb mit Nachdruck die Fact-Finding Mission zur Aufklärung der Lage auf der Krim durch die OSZE. Die intensiven diplomatischen Bemühungen zur Einsetzung einer hochrangigen internationalen Kontaktgruppe müssen entschlossen fortgeführt werden, um direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu erleichtern. Eine friedliche Lösung der Krim-Krise kann nur auf dem Wege von Verhandlungen erreicht werden. Sollte dies nicht gelingen, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs gestufte Maßnahmen der Europäischen Union angekündigt. Umso dringlicher stellt sich die Notwendigkeit, auf dem Verhandlungswege jetzt Erfolge zu erzielen. Die ukrainische Regierung braucht unsere aktive Unterstützung bei der Vorbereitung freier und demokratischer Wahlen sowie bei der Bewältigung der enormen Strukturreformen, vor denen das Land steht. Dazu gehört zum Beispiel auch die Unterstützung beim Verwaltungsaufbau des Landes, bei der Stabilisierung der rechtlichen Strukturen, der Umsetzung des notwendigen demokratischen Prozesses oder der Gewährleistung der Grundversorgung für die Menschen, etwa im Gesundheitsbereich. Die Stabilisierung der Ukraine wird nur gelingen, wenn die beträchtlichen wirtschaftlichen Probleme des Landes bewältigt werden. Hierzu braucht es aktive finanzielle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, um ein wirtschaftliches Auseinanderbrechen des Landes mit fatalen politischen und sozialen Folgen zu verhindern. Das Hilfspaket der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 11 Milliarden Euro ist hierzu ein wichtiger Beitrag. Die wirtschaftliche Unterstützung muss den Menschen überall im Land, auch auf der Krim, zugutekommen. Europa steht an einer Wegscheide. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um eine erneute Spaltung unseres Kontinents und einen Rückfall in längst überwunden geglaubte Konfrontationsmuster zu verhindern. Europa braucht dazu auch eine kohärente, ambitionierte Russlandstrategie. Diese ist umso wichtiger, weil bei vielen internationalen Herausforderungen eine konstruktive Rolle und Einbeziehung Russlands weiterhin wichtig ist. Beim aktuellen Konflikt geht es um Frieden in Europa. Und darüber hinaus geht es auch um die künftige Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft zur Lösung von Krisen und Konflikten weltweit. Musik
Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die US-nah organisierte Gleichschaltung wichtiger Leitmedien. Teil 2 zur Putin-Rede, Ukraine etc. von Albrecht Müller. Der Medienwissenschaftler Uwe Krüger hat 2013 das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit über die Zusammenhänge von Größen des deutschen Journalismus mit außen- und sicherheitspolitisch aktiven Eliten veröffentlicht. Der Titel seines Buches: Meinungsmacht. Seine Beobachtungen sind wichtig, um die Grundlinien wichtiger Medienschaffenden in der wieder auflebenden Auseinandersetzung zwischen West und Ost und damit das überwiegende Medienecho beim Konflikt um die Ukraine besser zu verstehen und vor allem auch die Orientierung an transatlantischem und US-amerikanischem Denken einordnen zu können. So wird der Mainstream US-nah ausgerichtet. Uwe Krüger hat beobachtet und beschreibt, dass sich Journalisten in verschiedenen Zirkeln mit den Mächtigen treffen und sich dieses Eingebundensein in ihren journalistischen Werken niederschlägt. Wörtlich: Am auffälligsten war der Befund, dass 4 leitende Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Cornelius, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frankenberger, der Welt, Stürmer und der Zeit, Joffe, stark in US- und NATO-affinen Strukturen eingebunden sind. Zitat Ende. Das deckt sich mit den Beobachtungen vieler unserer Leserinnen und Leser. Allerdings beobachten wir das Phänomen der Anlehnung und Gleichrichtung bei einer Reihe anderer Journalistinnen und Journalisten. Die Daten im Buch von Uwe Krüger beziehen sich auf die Jahre 2002 bis 2009. Die meisten Beobachtungen sind noch aktuell. Hier ist eine Tabelle mit Größen des deutschen Journalismus, die in transatlantisch ausgerichteten außen- und sicherheitspolitischen Eliteorganisationen eingebunden waren und sind. Diese Tabelle ist ein Auszug aus einer Tabelle des Buches von Uwe Krüger. Siehe dort die Seiten 119 bis 122. Medium: Zeit. Name: Josef Joffe. Organisation unter anderem: Bilderberg, Goldman Sachs Foundation, Hypo Vereinsbank, Münchner Sicherheitskonferenz. Medium: Zeit. Name: Matthias Naas. Organisation: Atlantikbrücke, Bilderberg. Medium: Zeit. Name: Marc Brost. Organisation: Atlantikbrücke. Medium: Süddeutsche Zeitung. Name: Stefan Cornelius. Organisation: unter anderem Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Deutsche Atlantische Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Internationale Politik, Körperstiftung. Medium: ZDF. Name: Klaus Kleber. Organisation: Aspen Institute Deutschland. Medium: ZDF. Name: Peter Frey. Organisation: Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Körperstiftung. Medium: Bild. Name: Kai Diekmann. Organisation: Atlantikbrücke. Medium: FAZ. Name: Klaus-Dieter Frankenberger. Organisation: Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Institut für Europäische Politik, Münchner Sicherheitskonferenz, Trilaterale Kommission. Medium: Welt. Name: Michael Stürmer. Organisation: unter anderem German-British Forum, Münchner Sicherheitskonferenz, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die genannten Personen waren auf verschiedene Weise mit den genannten Institutionen verwoben, unter anderem Mitgliedschaft in Vereinen, Beirat oder Kuratorium sowie mit der Teilnahme an nicht öffentlichen Konferenzen. Ergänzende Anmerkung: Klaus Kleber war 15 Jahre lang Washington-Korrespondent der ARD und er war bis vor einigen Jahren Kuratoriumsmitglied des Aspen Instituts Deutschland, einer US-Organisation. Er war bis 2013 regelmäßig Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, einer NATO-nahen Veranstaltung, und hat dort mindestens eine Podiumsdiskussion moderiert, unter anderem mit John Kerry. Die Liste der ähnlich mit Eliten verwobenen Journalistinnen und Journalisten wäre gewaltig zu erweitern, wollte man ein komplettes Bild der Einflussnahme zeichnen. In meiner Darstellung fehlen Spiegel und Spiegel Online, die Bild-Zeitung, die kommerziellen Sender und große Regionalzeitungen. Überall ist die Gleichrichtung spürbar. Uwe Krüger hat Artikel und andere Medienprodukte der genannten Journalisten untersucht und festgestellt:
Die Journalisten lagen ganz auf Linie mit den Eliten. Sie mahnten zu stärkerem militärischen Engagement und empfahlen mehr Führung und Überzeugungsarbeit bei der skeptischen Bevölkerung, um die Linie durchzusetzen. Zu welchen Ergebnissen diese Agitation führt, konnten wir erleben, als im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahres Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen einvernehmlich mehr Verantwortung in der Welt einforderten, was gleichbedeutend ist mit mehr militärischem Engagement. Solche Schübe der außen- und sicherheitspolitischen Veränderungen werden genau von diesen Kreisen von Journalisten in Kombination mit den verschiedenen Institutionen bewerkstelligt. Die Nähe zu den Eliten und zu deren politischer Orientierung zahlt sich auch für die Karriere der genannten Journalisten aus. Joffe, Frei, Kleber etc. sind auch dank ihrer ideologischen Ausrichtung und ihrer Verbundenheit mit den mächtigen Zirkeln der Elite beruflich erfolgreich. Die genannten Personen sind einflussreich. Sie bestimmen durch ihre Prominenz und ihre gleiche Ausrichtung auch die Berichterstattung und Kommentierung von anderen Journalistinnen und Journalisten. Im eigenen Medium gilt das oft ganz direkt. Ein typisches Beispiel ist der Kommentar zur Putin-Rede von Julian Hans in der Süddeutschen Zeitung vom 19. März 2014. Die Überschrift in der Printausgabe lautete »Europas Albtraum«. Typisch für die Verdrehung im Sinne der westlichen Staatengemeinschaft war unter anderem der Schluss. Zitat: Im Zeitraum von gerade einmal 3 Wochen hat Europa erlebt, wie seine über Jahrzehnte stabile Sicherheitsordnung zerbröselte. Wie soll man Putin entgegentreten? Keiner weiß es. Und für die Völker Mitteleuropas sind die alten Schreckgespenster zurückgekehrt. Ihr Albtraum. Zitat Ende. Da ist keine Rede von der Mitwirkung der Europäischen Union, der USA und der NATO an der Erosion der stabilen Sicherheitsordnung. Von den Zumutungen und den gebrochenen Versprechungen gegenüber Russland wird nicht berichtet. Schuld sind allein die Russen. Die Einbindung von Journalisten findet auf vielfältige Weise statt, durch Verknüpfung mit den aufgeführten Institutionen. Darüber hinaus aber auch durch die Tätigkeit als Korrespondenten, vor allem in den USA und in Brüssel. Ein Leser der Nachdenkseiten, dem ich Anregungen für diesen Artikel verdanke, schreibt, Zitat: Mir fiel auf, dass durch das bekannte Rotationsprinzip nach kurzzeitigem Aufenthalt in USA plötzlich ein anderer Zungenschlag zu vernehmen war, der anderswo als Gehirnwäsche gebrandmarkt wird. Zitat Ende. Er hat das beim Deutschlandfunk beobachtet. Man kann es bei der ARD und beim ZDF beobachten. Die Rollback-Ideologen in den USA und Europa bestimmen das Medienecho maßgeblich. Wer in den USA regiert, ist dabei ziemlich gleichgültig. Auch in Europa ist festzustellen, dass zum Beispiel Sozialdemokraten und Grüne fest in die herrschende Ideologie und ihre Agitation eingebunden sind, oft noch fester als die traditionellen Konservativen. Das ist kein neues Phänomen. Clevere Rechtskonservative und ihre Agitatoren im Hintergrund suchen sich oft eher linksorientierte Personen als Rammböcke zur Durchsetzung ihrer Interessen und Ideologien. So wurden Joschka Fischer und Rudolf Scharping für die Durchsetzung der militärischen Intervention im Kosovo-Krieg instrumentalisiert. So geschieht es heute. Der sozialistische Präsident Frankreichs ist einer der Hauptmatadore der neuen Konfrontation in Europa. Wichtige Repräsentanten der Grünen, einschließlich der schon im Teil 1 erwähnten Heinrich-Böll-Stiftung, wirken an vorderer Front beim Aufbau der neuen Konfrontation in Europa mit. Fazit: Es ist wichtig, über die organisierte Gleichschaltung vieler Medien aufzuklären. Es ist wichtig, auf diese Weise die Glaubwürdigkeit dieser Medien zu erschüttern. Nur dann wird es gelingen, in unserem Volk den noch vorhandenen Widerstand gegen einen neuen Kalten Krieg und gegen die neue Teilung Europas in West und Ost zu erhalten und auszubauen. Deshalb die herzliche Bitte: Klären Sie auf über die Abhängigkeit vieler deutscher Medien von den Herrschenden und einer militärorientierten herrschenden Ideologie, die übrigens immer auch eine innenpolitische und gesellschaftspolitische Seite hat. Nennen Sie Namen. Denn die laufende Agitation ist nicht namenlos. Sie wird von Personen organisiert und getragen. Die Glaubwürdigkeit dieser Personen muss im Mark erschüttert werden. Nachdenkseiten.
Die kritische Website. Weitere Informationen zur Arbeitsweise des Netzes US-naher bzw. ideologisch gleichgerichteter Medien. Von Albrecht Müller. Kritische Zeitgenossen, zu denen die Nachdenkseiten Leserinnen und Leser meist gehören, fragen sich gelegentlich, wie die Gleichschaltung der Meinungsbildung stattfindet. Mit Staunen hören und lesen wir zum Beispiel von der Krim-Krise, wenn die Vorgänge um die Krim und um die Ukraine gemeint sind. Zum Beispiel taucht immer wieder die Version auf, die rechtsradikale ukrainische Swoboda sei nur mit der Führung unbedeutender Ministerien gesegnet, mit Landwirtschaft und Umwelt und dem Job eines stellvertretenden Ministerpräsidenten. Doch über viel Einfluss verfügen sie im Kabinett nicht, schreibt etwa die FAS am 23. März auf Seite 4. Die Besetzung des Verteidigungsministeriums durch Swoboda wird geschlabbert. So im Heute-Journal in der vergangenen Woche wie in der FAS vom 23. März. An Zufall mag man da wie bei vielen anderen Beispielen nicht glauben. Im Hintergrund arbeitet eine gut geschmierte Manipulationsmaschinerie. Am vergangenen Freitag und am Donnerstag hatten wir auf die weitgehende Gleichrichtung vieler unserer Medien hingewiesen. Jetzt ist die Zusammenfassung der dort erwähnten Untersuchungen des Medienwissenschaftlers Uwe Krüger im Netz zugänglich. Außerdem hat uns ein anderer Nachdenkseitenleser auf seine Untersuchungen der Atlantikbrücke aufmerksam gemacht. Die US-nahen Journalisten verbreiten die gleichen Botschaften. Der Autor des Buches Meinungsmacht, Uwe Krüger, hat in einem Aufsatz für die Zeitschrift Message die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst. Er zeigt dort, dass es bei einer großen Anzahl von Journalisten eine Nähe zu den Eliten und ihren Auffassungen gibt. Am Beispiel von vier besonders mit den Einrichtungen, Instituten, Stiftungen, Konferenzen und Tagungen der Eliten verbundenen Top-Journalisten zeigt der Autor, wie eng sich diese Journalisten an die westliche Elite-Meinung anlehnen. Ihre Argumentation weist viele Schnittmengen auf. Sie gehen in ihren Texten auf den Begriff Sicherheit ein und werben dafür, ihn breiter zu sehen, also Deutschland werde nicht hier, sondern am Hindukusch verteidigt. Sie erwähnen durchgehend einen erweiterten Katalog von Bedrohungen und lehnen sich dabei an offizielle Dokumente von Bundesregierung, NATO, USA und EU an. Klima, Armut, Terrorismus, wirtschaftliche Instabilität und so weiter. Einig sind sich alle vier darin, Deutschland müsse die transatlantischen Beziehungen pflegen. Interessant, sie rufen zu verstärkter Überzeugungsarbeit auf, weil ihnen und den mit ihnen verbundenen Eliten die Zurückhaltung der Deutschen gegenüber NATO-Militäreinsätzen nicht passt. Wir kennen dieses Motiv schon aus der Debatte um die Agenda 2010. Bei diesen sogenannten Reformen, wie auch bei den Militäreinsätzen außerhalb des NATO-Verteidigungsbereichs, passt den mit den Eliten verbundenen Journalisten die Meinung des Volkes nicht. Also, so fordern sie einvernehmlich, müsste mehr Überzeugungsarbeit und mehr Führung geleistet werden. Interessant als Symptom, Zitat, den vier Journalisten wurde die Studie zur Kenntnis gegeben, verbunden mit der Einladung, ihre Sicht der Dinge in separaten Beiträgen für die Buchveröffentlichung darzustellen. Alle vier haben abgelehnt. Zitat Ende. Davon berichtet Uwe Krüger zum Abschluss seines kurzen Berichtes in Message. Die von Uwe Krüger vorgenommene Untersuchung der Texte der vier Journalisten ist, das bleibt angesichts der vergleichsweise niedrigen Zahl anzumerken, für einen breiten Kreis von Relevanz, weil diese vier und die weiteren ähnlich integrierten prominenten Medienvertreter, von denen in den letzten Beiträgen schon die Rede war, einflussreich sind. Ihre Sicht der Weltgeschichte wird weiter verbreitet. Viele andere Journalisten und Journalistinnen orientieren sich an den vorherrschenden und offensichtlich elitegenehmen Aussagen. Interessierte macht Uwe Krüger noch auf einen anderen Text aufmerksam, der sich gegen die Zeit und ihre Verbindungen im transatlantischen Milieu richtet. Konkret geht es um Jochen Bittner, Matthias Nass, Josef Joffe und Marc Prost. Die Atlantikbrücke. Ein Netzwerk zur Abgleichung der Meinungen über einen weiten Kreis von Vertretern aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Nachdenkseitenleser Wolfgang Jungmann, der für seinen Spiegelkabinett-Blog schreibt, macht auf einen Versuch aufmerksam, anhand des Jahresberichtes der Atlantikbrücke 2012-2013 aufzuschlüsseln, welche Berufsgruppen in diesem Zeitraum zu ihren Veranstaltungen eingeladen wurden.
Im März hatte Wolfgang Jungmann in seinem Blog Spiegelkabinett eine Liste von Journalisten veröffentlicht, die laut der Jahresberichte der Atlantikbrücke 2006, 2007 bis 2011, 2012 an ihren Veranstaltungen teilnahmen. Er kommt dabei auf 89 Journalisten, davon allein 26 aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Im Übrigen sind alle großen meinungsbildenden Publikationen vertreten. Die gesamte Liste finden Sie hier. Allein im Jahre 2012-2013 sind weitere 13 Journalisten als Mitglieder oder Gäste der Atlantikbrücke verzeichnet. Hier ein Auszug. Sven A. Füppel, Handelsblatt, stellvertretender Chefredakteur. Anna von Bayern, Bild am Sonntag, Redakteurin im Politikressort. Kirsten Rulf, WDR, ARD Tagesschau, Reporterin. Klaus Scherer, ARD-Korrespondent Washington. Die Atlantikbrücke ist nur eine von vielen Einrichtungen, Stiftungen und PR-Agenturen, die der Angleichung der veröffentlichten Meinung an eine der Führungsmacht im Westen genehme politische Linie dient. Die Liste der Namen ist eindrucksvoll. Sie zeigt die Verflechtung von Politik, Medien, Parteien und PR-Agenturen. Die politische Wirkung der Netze ist hoch. In den Untersuchungen von Uwe Krüger über die einheitlichen, verbreiteten wichtigen Botschaften und Meinungen, wie auch in dem, was wir täglich beobachten und analysieren können, wird sichtbar, dass die Verknüpfung der Medien und die damit stattfindende Gleichschaltung der Argumente und Parolen im laufenden Geschäft der politischen Auseinandersetzung wie auch in der langfristigen Anlage von politischen Entscheidungen und Strategien von großer Bedeutung ist. Ich verweise auf die oben erwähnten Beispiele. Der Versuch, die Beteiligung rechtsradikaler Kräfte an der ukrainischen Regierung herunterzuspielen, die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs von der Landesverteidigung hin zur Sicherung ökonomischer Interessen weltweit, der Kampf gegen die Meinung von Mehrheiten in der Bevölkerung unter dem Banner der Durchsetzung des angeblich Vernünftigen gegen unvernünftige Vorstellungen des Volkes. Auch der Einfluss auf die Willensbildung innerhalb der Parteien und auf mögliche Koalitionsbildungen ist hoch. Die Aggression, mit der grüne und sozialdemokratische Politiker auf das Verständnis von Vertretern der Linkspartei für die Haltung von Putin und Russland reagiert haben, ist typisch dafür. Bei beiden Parteien ist der Einfluss von politischen, publizistischen Netzwerken auf die innere Willensbildung offenbar stärker und größer als die Rückerinnerung an frühere Positionen dieser Parteien in der Friedenspolitik, speziell bei Fragen der Konfrontation zwischen West und Ost. Dazu siehe beispielsweise hier bei Spiegel Online, Zitat: Angesichts des prorussischen Kurses der Linkspartei sieht SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann eine Koalition mit Grünen und Linken 2017 in weite Ferne rücken. Ich halte diese außenpolitische Positionierung der Linkspartei für unverantwortlich, sie stellt die Westbindung in Frage, sagte er zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Berlin. Zitat Ende. Besonders auffällig wurde der Einfluss der atlantischen Netzwerke im Umfeld der Sicherheitskonferenz in München. Damals erklärte Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier wie auch die Verteidigungsministerin von der Leyen einvernehmlich, die Bundesrepublik müsse international mehr Verantwortung übernehmen. Klare Lesart. Militärisch mehr Verantwortung übernehmen. Das war, wie schon beim Eintritt in den Kosovo-Krieg, das Ergebnis des Einflusses der US-nahen Netzwerke. Gibt es die zentrale Steuerung der Parolen, die mit Hilfe der Netzwerke in den Medien verbreitet werden? Das ist eine interessante und schwer zu beantwortende Frage. Uwe Krüger glaubt nicht an die zentrale Steuerung. Ich beginne daran zu glauben, bei langfristig angelegten Strategien der Meinungsbeeinflussung wie auch manchmal bei aktuellen Problemen und schnell umgesetzten Kampagnen. Das beste Beispiel ist die Kampagne zur Reinwaschung der Swoboda-Partei und der von ihr mitgebildeten ukrainischen Regierung. Ich glaube hier nicht mehr an Zufälle. Ich vermute, dass die Parolen und die oft sonderbaren und den Fakten widersprechenden Argumente zentral gesteuert werden. Hier, wie auch bei der viel wichtigeren Empfehlung der drei erwähnten Repräsentanten deutscher Politik, international mehr Verantwortung zu übernehmen.